unsere Nachbarn. Das ist jetzt das Entscheidende. Und die Nachbarn sind die Ägypter, die sich seit Jahrtausenden sehr frech vor Bremen hingestellt haben. Aber gar nicht, um Krieg zu führen, wie wir zuerst dachten, sondern einfach, um die Felder zu blockieren für Alexandria. Die sind sehr stark. Wir dachten zuerst, die Russen wären die Stärksten, aber inzwischen hat sich herausgestellt, die Ägypter sind die Stärksten. Aber sie sind friedlich. Sie sind nämlich eine Republik. Und ich glaube, per se dürfen die Ägypter als Republik gar nicht angreifen. Das verbietet ihnen ihr Senat. Habe ich jetzt nochmal nachgelesen. Bei der Regierungsform ist bei der Demokratie auch so. Das heißt, wir brauchen keinen Angriffskrieg von den Ägyptern eigentlich befürchten. So verstehe ich die Mechanik. Ihr könnt mich gerne korrigieren in dieser Hinsicht. Ja, das sind die ägyptischen Städte, die wir kennen. Das zieht sich dann hier bis oben hin. Hier sind die Zulu. Gefühlt sind die Zulu relativ klein und schwach. Vielleicht haben die noch woanders Städte, wissen wir nicht genau. Und hier oben kommen irgendwo die Russen. Da haben wir das letzte Mal erstmals die Russen getroffen. Wie viele Städte und wie groß die sind, wissen wir auch nicht genau. Aber vermutlich sind die Russen mit uns auf Platz 2 oder 3. So würde ich das einschätzen. Wir haben jetzt das letzte Mal, sind wir Monarchie geblieben, haben aber nicht gekämpft, was strukturell, glaube ich, ein leichter Nachteil war. Und wir müssen jetzt wirklich entscheiden, mal grundsätzlich, wie wir weitermachen wollen. Der Senat kann auch gegen deinen Willen sich für Krieg entscheiden. Ach so. Ah, okay. Okay, das ist interessant. Gut, wusste ich nicht. Gut, also kann es doch passieren. Okay, dann vergiss das, was ich gesagt habe. So, jetzt aber nochmal eine wichtige Sache. Nochmal, wie kann man dieses Spiel gewinnen? Ich habe nochmal nachgeguckt, es gibt doch keinen Punktsieg. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Erstens, wenn die erste Nation ihr Raumschiff startet nach Alpha Centauri, dann ist finito und dann gibt es eine Punktwertung. Theoretisch kann man sogar dann gewinnen, obwohl man nicht das Raumschiff gestartet hat. Ist aber sehr unwahrscheinlich. Für den Raumschiffstart gibt es noch irgendwelche Sonderpunkte. Aber das ist möglich. Die zweite Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen, ist, alle anderen Fraktionen zu plätten. Das kann ziemlich aufwendig sein. Müssen wir mal gucken. Jetzt ist aber dennoch die Frage, wollen wir friedlich uns weiterentwickeln und versuchen quasi von vornherein eigentlich jeden Offensivkrieg und jeden Krieg überhaupt zu vermeiden, defensiv zu spielen und alles auf Produktion und Forschung zu setzen und unsere Städte weiterbauen, die Kolonien hier weiter ausbauen, versuchen diplomatisch Frieden zu halten und so weiter. Das ist der eine Weg. Dann sollten wir auf Republik wechseln und später auf Demokratie. Das ist dann, glaube ich, die beste Staatsform, auch wenn es da Nachteile gibt, dahingehend, dass unsere Soldaten in den Garnisonen nicht mehr für Zufriedenheit sorgen. Aber wir bekommen deutlich mehr Einkommen, weil die Regel ist so, da wo ein Feld Handel erzeugt, gibt es noch einen zusätzlichen Handel dazu. Und das ist bei uns bei fast jedem Feld der Fall. Nein, nicht bei fast, aber ich würde sagen bei 75%. Das ist ein enormer Schub. Den können wir umsetzen in Geld, in Wissenschaft, aber auch in Zufriedenheit, sodass wir das kompensieren können über die Geldschiene. Ne? Das gibt es eine Möglichkeit. Also das wäre der eine Weg. Der andere Weg ist, dass wir jetzt umswitchen auf eine Kriegsproduktion und sagen, okay, die Ägypter laufen uns davon. Wir können das auf friedlichem Wege nicht mehr einholen. Wir müssen sie irgendwie wegballern. Und dazu sollten wir versuchen, das Schießpulver zu erfinden. Die Ägypter haben das schon. Entweder klauen wir ihnen das oder wir warten auf unsere Forschung und dann entsprechende Einheiten bauen und den Kampf aufnehmen. Mit dem Ziel, das wäre jetzt mal mein Ziel, zu sagen, dieser gesamte Kontinent, den beanspruchen wir dann für uns. Und dann haben wir hoffentlich die Power, dass wir uns auf diesem Kontinent gut verteidigen können und ebenso das Spiel nach Hause schaukeln. Vermutlich dann auch ein Raumschiffsieg. So, das hätten wir zumindest die Option dafür offen. Und das ist jetzt die Frage, die wir klären müssen, bevor es jetzt überhaupt weitergeht. Die demografischen Daten soll ich euch nochmal zeigen. Da seht ihr sie. Wir sehen, überall da, wo wir Zweiter sind, sind die Ägypter vor uns. Wir sehen das natürlich beim Einkommen, auch bei der Produktivität, aber nur knapp. Also ich schätze mal, gefühlt sind die Ägypter Erster und wir Zweiter. Das ist im Moment meine Einschätzung. Lebenserwartung 31, ich wäre schon fertig.
Wir können auch Schießpulver tauschen. Das können wir auch eine Möglichkeit, ja. Können wir auch probieren, ja. Geld einsetzen, um Gebäude zu bauen. Ja, müssen wir gucken. Ich würde lieber Geld einsetzen, um Einheiten dann zu bauen. Okay, Leute, seid ihr bereit? Seid ihr bereit für eine Abstimmung? Wir werden das nämlich abstimmen. Ich mache jetzt mal ausnahmsweise, ich folge mal dem Rat des weisen Moderators und mache ausnahmsweise mal 2 Minuten, weil es so eine entscheidende Abstimmung ist. Da können die Leute mit iOS noch die Abstimmungsfunktion suchen. Aber ich starte die Abstimmung und werde das nennen, ich nenne es jetzt einfach mal Krieg oder Frieden. Das ist ja relativ klar, was jetzt damit gemeint ist. Krieg heißt nicht sofort Krieg, sondern mit Vorbereitung Krieg. Krieg, Frieden. Und Dauer mache ich ausnahmsweise 2 Minuten und die Umfrage beginnt. Und ihr sollt jetzt entscheiden. So, läuft. Ihr müsst das finden. Über dem Chatfenster müsste das eigentlich zu sehen sein. Zwei Minuten ist auch für die Zuschauer mit etwas Delay besser. Was ist was? Ach so. Eins ist Krieg, zwei ist Frieden. Entschuldigung, habe ich vergessen, falls ihr mit dem Befehl. Eins ist Krieg, zwei ist Frieden. Man kann auch mit, genau, Vote One, slash Vote One oder slash Vote Two abstimmen. Sehr guter Hinweis, entschuldige. So, ich gucke mal an. Im Moment sieht es relativ, naja, 59 zu 41, ihr seht es vielleicht selbst. 58 zu 42. Ah, okay, man hat bei iOS oben genauso ein Feld. Irgendjemand sagte, man muss irgendwie runter switchen. Vielleicht bei Android oder so. Jetzt sind mehr Barbaren bei der Abstimmung beteiligt. 58, 42. 57, 43. Wow. Slash, glaube ich, Vote, oder? Nicht Ausrufezeichen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Slash Vote. Stop the count. So. Ich glaube, die letzten 30 Sekunden, 56, 44, Leute. Okay, also slash vote one oder slash vote two. Vote one für Krieg, vote two für Frieden. Slash vote Leerzeichen one. Slash vote Leerzeichen two. 56, 44. 56, 44, 57, 44. Da stimmt irgendwas nicht, Leute. Neu auszählen. Okay, gut. Die haben uns die Wahl geklaut. So, dann geht's jetzt los. Ich muss kurz hier was umschalten. Wundert euch nicht. Jetzt verändert sich gleich ein bisschen der Bildschirm. Ungünstigerweise, aber das wird gleich besser. Denn ich muss jetzt hier mal ins Spiel rein und dann für mich groß machen. Ihr kennt das vielleicht vom letzten Mal. Okay. So. Jetzt ist hoffentlich alles in Ordnung und es kann losgehen. Alles klar. Okay. So, wenn wir jetzt Krieg führen, dann brauchen wir vermutlich Schießpulver. Wir gucken mal ganz kurz bei den militärischen Einheiten, was die Schützen drauf haben. Ne, sind das die Schützen, die wir jetzt schon bauen? Ne, das sind nicht die Schützen, ne? Ist das F Schütze? Angriff, Verteidigung? Ne, was bauen wir da für eine Einheit? Das kann man mit Schießpulver bauen. Ich guck mal ganz kurz. Schwarzpulver, Musketier. Musketiere, genau. Wie gut sind die denn, die Musketiere? Die Musketiere sind. Hä? Die sind ja überhaupt nicht gut. Die sind halt nur gut in der Verteidigung. 2, 3 ist ja wohl lächerlich. Wozu brauchen wir denn Schießpulver? Also, da ist ja das Katapult nach wie vor. Ja, klar, die ersetzen die Phalanx. Aber wir wollen doch offensiv tätig werden und nicht defensiv. Ich denke, wir brauchen einfach nur Katapulte. Kanonen können wir noch nicht, das kommt erst später mit Metallurgie. Ritter,
Ich glaube, Ritter haben wir inzwischen schon, bin mir nicht ganz sicher. Ritter haben 4-2. Also für mich sieht das so aus, als würden es genügen, wenn wir mit Stacks rumlaufen, Katapult plus Phalanx. Vielleicht drei dieser Stacks. Oder wir haben noch ja den Streitwagen, das wäre auch ein Stack. Ein Stack hätten wir hier schon stehen davon. Die anderen müssten wir irgendwie bauen. Das Problem ist natürlich, die kosten auch Unterhalt. Da müssen wir auch bedenken, ne? Also hier haben wir zum Beispiel ein Streitwagen. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir eine weitere Phalanx irgendwo zur Verfügung stellen, dann können wir schon mit diesen beiden Einheiten starten. Zwei oder drei Ritter noch dazu. Ich muss mal gucken, ob wir Ritter überhaupt bauen können. Bin mir nicht ganz sicher. Hier bauen wir gerade am Aquädukt. Möglicherweise müssten wir das ändern. Nee, Ritter können wir tatsächlich noch nicht. Ja, ich weiß nicht, ob wir da noch zurückgehen und das erforschen. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir das tun sollten. So. Schiffe bei Bremen, die von See aus angreifen können. Unsere Popelschiffe, die sind im Angriff nicht zu gebrauchen. Die können wir vergessen. Ja, genau. Ach so, Schleudern. Wir haben Katapulte, ne? Das meinst du? Die sind auf jeden Fall super, ja. Wird unsere Hauptwaffe sein. Unterhalt sollte sich für gewöhnlich mit den zu erwartenden Verlusten schnell relativieren. Das ist ein Argument. Tech klauen, Sabotage betreiben. Ja, das kann man machen. Das Problem ist, wenn wir erstmal im Krieg sind, dann ist der Diplomat natürlich sehr, sehr empfindlich. Weiß ich nicht. Also, das ist, glaube ich, im Krieg eine schwierig zu handelnde Einheit, ehrlich gesagt. Ja, klar, man müsste sie mit einem Stack mitschicken. Das würde gehen. Okay, wir müssen überlegen, ob wir irgendwo die Produktion. Also in Kiel muss ich überhaupt was ändern, habe ich gesehen. Hier werde ich auf die Mine gehen. Dann haben wir nämlich hier vier Produktionen. Und dann werde ich den hier zur Heimat machen. Dann hat Rostock wieder ein bisschen Potenzial. Genau, H und dann wieder F. Das müsste dann erstmal auf Kiel liegen, genau. Hier bauen wir gerade eine Korngabe. So, okay, also in Bremen bauen wir das Aquädukt. Da ist die Frage. Wollen wir das jetzt eigentlich weiterbauen oder wollen wir lieber was anderes bauen? Leider müssten wir da ein bisschen was verschwenden, wenn ich das richtig sehe. Nee, halt. Schleuder, 7 Brunnen. Das Problem ist, haben wir hier eine Kaserne? Ja, wir haben eine Kaserne. Also brauchen wir auf jeden Fall noch eine Schleuder. Da gehen wir mal auf Schleuder, würde ich sagen. Das haut hin. Können wir hier noch ein bisschen produktiver werden? Können wir, wenn wir das, oh, fuck, das hier hin tun? Dann sollte die Schleuder noch schneller gehen. Gut, da hätten wir drei Offensiveinheiten. Das Problem sind jetzt eher die Phalanxen. Rostock könnte die Siedler loswerden. Ja, das Problem ist, wir brauchen den Siedler auch zum Ausbau. Ist auch so eine Sache. Okay, wo holen wir die Phalanxen her? Wir haben gesagt, wir wollen mit einer Phalanx hier natürlich auch rübergehen. Die Frage ist, ob wir jetzt unseren Ausbau hier, unsere Kolonien, ob wir das weiter durchziehen oder ob wir das abbrechen. Ob wir das so mit Dreiviertelkraft hinbekommen. Was produziert Hamburg? Marktplatz. Hier haben wir auch keine. Also wir haben eigentlich nur Kasernen in Trier, Rostock oder Bremen. Rostock hat zwei Produktionen. Wir können aber, oh, wir können eine Phalanx mal kaufen. 56. Wir kaufen eine Phalanx. Das glaube ich ganz gut. Machen wir das jetzt einfach mal. Dann haben wir da schon die nächste. Und in Trier bin ich mir nicht sicher. Wir könnten hier einfach eine Phalanx wegnehmen und sagen, okay, dann muss das hier Elvis erledigen. Dann hätten wir auch eine Phalanx mehr und könnten eigentlich schon loslegen. Ja. Ich denke, das ist vielleicht ganz okay. Also, der sorgt halt für Zufriedenheit. Aber Gott. Ich nehme die raus. Jetzt haben wir zwar uns. Obwohl, wird das nicht kompensiert durch den Glücklichen? Ich glaube, das wird kompensiert. Wir brauchen den gar nicht, Leute. Gut, Kolonie ziehen wir durch. Ich würde sagen, den schicken wir jetzt. Den müssen wir jetzt erstmal. Wir werden von Bremen aus losschlagen. Den schicken wir erstmal dorthin. Na.
Okay, scheint kein schnellerer Weg zu gehen. Okay, dann kriegen wir noch eine Phalanx aus Rostock. Und ich würde sagen, wenn die dort ist, dann können wir schon den Krieg starten. Ja, dann haben wir zwei Katapulte und zwei Phalanxen und den Rest produzieren wir dann so im Rolling-Verfahren. Trier braucht auch das Aquädukt. Ja, das stimmt, aber wir lassen es halt laufen, ne? Mit dem Aquädukt. Da haben wir schon so viel gebaut. Da lassen wir es erstmal laufen. Okay, das Problem ist natürlich jetzt hier mit unserer Karawane. Die werden wir nicht mehr durch Ägypten durchbekommen. Die müssen wir mit dem Schiff rüberbringen. Das heißt, wir müssen das nochmal aktivieren und die hier irgendwie oben parken. Ja, wahrscheinlich in der nächsten Runde kann ich sie dann nutzen. Ob ich ein Kolosseum in Trier bauen kann? Ja, das Problem ist, nee, wenn, dann wechsle ich auf die große Kathedrale, die wir gleich erforscht haben. Wir sehen hier, Religion haben wir in Kürze entwickelt und die große Kathedrale ist besser. Die kostet ein weniger und macht genau das, was das Kolosseum auch macht. Gut. Doppelklick. Wartet. Ah, schaut mal, jetzt ist schon aktiviert. Okay, nächste Runde. Oh, da wird hart gekämpft. Die Zulus wollen mit uns sprechen. Berlin ist aber geschützt durch eine Phalanx, wenn ich das richtig sehe. Chaka. Ihr habt Frieden mit unseren bösen Nachbarn, den Mongolen. Nee, wir wollen jetzt keinen zusätzlichen Krieg. Ihr seid unwürdig. Hohle Drohung. Okay, alles klar. Das war alles nur Fake. Ah, verdammt. Das war doch nicht richtig, was ich da erzählt habe. Ach, sind zwei jetzt. Wieso sind es jetzt zwei plötzlich? Egal. Dann müssen wir halt hier noch einen rausnehmen. Wir werden dann kaum noch wachsen, aber so ist das. Machen wir das so. Dann geht's wieder. So, und damit haben wir die Religion. Ja, und dann denke ich, wechseln wir in Trier auf die große Kirche. So, was wollen wir jetzt? Das ist die große Frage. Demokratie definitiv nicht, weil wir jetzt nicht friedlich spielen. Astronomie bringt uns weiter beim Schiffbau. Das könnte irgendwie auch noch mal interessant werden. Medizin ist wo? Ich muss immer hier nebenbei gucken. Medizin ist da unten. Shakespeare Theater, dann Chemie, Universität. Naja. Uni? Ach so, Chemie, Universität ist. Ja, Uni ist Forschung, genau. Feudalismus ist der Ritter. Und Bankwesen ist Kohle. Tja, puh. Ich frage, ob wir nicht in bessere Schiffe irgendwann investieren sollten. Ihr sagt Feudalismus für Ritter. Ist das noch die Zeit für Ritter? Ernsthaft? Ritter ist eine Sackgasse, ja. Ich weiß nicht. Das ist doch vergeben. Das ist vergebene Forschung. Ist vergebene Forschung. Wir machen Astronomie. Wir müssen irgendwann in die Schiffe gehen. So, hier erkunden wir einfach mal weiter. Hier wollten wir, wenn ich mich recht entsinne, zurückrudern. Haha. Und den Siedler dort mitnehmen. Okay, jetzt gucken wir mal, was machen wir hier weiter? Ich würde sagen, wir werden hier den Sumpf entfernen. Wir müssen in Kiel einfach jetzt Irrigation machen. So, da ist der fertig, sehr gut in Rostock. Jetzt ist die Frage, ob wir hier in Rostock weiter produzieren. Der hat nur noch eine Produktion, weil der halt so viel Unterhalt zahlt. Das kriegen wir auch nicht geändert, Leute. Also, pff. Ja, ich weiß auch nicht, was wir hier jetzt noch machen. Ich glaube, ich lasse mal die Phalanx und wenn sie gebaut ist und wir gar nichts mehr produzieren, bis dahin ist die andere schon tot. Machen wir es mal so. So, die Karawane habe ich gesagt, die will ich jetzt hier oben irgendwo hinschicken, wo wir sie dann irgendwann mal mit dem Schiff abholen und der Siedler, der soll aufs Schiff. Das war der Plan. So, und das Schiff erkundet noch, wobei wir hier mit dem Erkunden jetzt durch sind. Die Phalanx soll auch aufs Schiff, wenn ich mich recht entsinne. Die kann da schon mal rauf. Okay. Mal überlegen. Ich meine, wir können natürlich
hier weiter erkunden. Das heißt, wir werden da oben... Ah nee, wir müssen ja die Russen erkunden. Richtig, da gibt es noch viel zu erkunden. Prima. Okay. Ah, verdammt. Ah, die Russen, mit denen haben wir Frieden, ne? Gut, in Trier ist die Ordnung wiederhergestellt. Das kann uns, da kann uns also nichts passieren. Nee, mit den Russen haben wir Krieg. Oh, habe ich ganz vergessen. Mit den Russen haben wir Krieg. Bitte mal den Siedler jetzt aktivieren. Na, kommt gleich bestimmt. So, hier den Sumpf. Hier machen wir Go to hierhin. Und hallo? Ich will den Siedler haben. Jetzt. Okay, dann kann es jetzt da gleich weitergehen. So, Travemünde ist hier auch weiterentwickelt. Das ist gut. Travemünde ist auch ganz gut dabei, muss ich mal sagen. Ach, hier bauen wir an der großen Bibliothek. Aber wisst ihr was? Wir hatten hier gesagt, hier gibt es gar nichts Sinnvolles mehr. Wir könnten natürlich jetzt hier auch noch auf Militär gehen, indem wir eine Kaserne bauen. In einer Runde ist die da. Was meint ihr? Oder wir gehen auf ein besseres, nämlich die Johann Sebastian Bach Kirche. Dauert aber 91 Runden. Ja, das, die große Bibliothek ist aber, glaube ich, weiß ich nicht, ob die so sinnvoll ist. Die ist doch bald veraltet. Aber die Johann Sebastian Bach Kirche gucken wir uns mal kurz an. Die ist insofern cool, weil die verringert die unzufriedenen Menschen auf dem Kontinent um 2 pro Stadt. Und zwar wird das niemals aussterben. Die ist ziemlich gut, würde ich sagen. Wir werden dann versuchen, die Produktion hier auch noch weiter nach vorne zu bringen. Wobei wir natürlich, ja, wir haben hier keinen Wald und so, ne? Das ist so ein bisschen das Problem hier. Der Ort ist eigentlich produktiv jetzt gar nicht so dolle. Zumal wir beim nächsten Wachstum... Naja, Ich meine, wir können Wald anpflanzen. Sowas geht auch. Mit Karawanen helfen? Okay, das könnten wir natürlich auch machen. Das probieren wir mal. Wir haben doch eine Karawane offen. Dann können wir die da mal dafür einsetzen. Ist doch in Ordnung. Gut, wir gehen auf jeden Fall hier oben hin, bauen eine Straße und bauen... Bewässerung, würde ich sagen. Wobei, ja doch, geht. So, hier sind wir jetzt bereit. Und können wir hier eigentlich jetzt schon ausladen? Nee, erst in der nächsten Runde, ne? Nee, doch, geht schon. Okay. Das ist ein Planwagen, kein Gesicht. Die Russen jagen uns. Greifswald hat einen Siedler gebaut. Warum haben wir in Greifswald einen Siedler gebaut? Ach so, weil ich glaube, der sollte rüber. Aber wir brauchen hier was zum Ausbauen. Ist auch in Ordnung. Das ist okay. Zufriedenheit ist hier noch ein Platz. So, in Greifswald ändern wir auf... Im Zweifel können wir einfach weitere Karawanen bauen. Oh Gott, ist ja total lame. Ja, ich baue mal einfach weitere Karawanen, die können dann da einfach helfen. Können wir irgendwie doch die Produktion hier nach vorne bringen? Hier ist ein Wald, ne? Ja, das ist besser. Machen wir das so. Ist hier auch ein Wald? Ja, da kriegen wir gleich den nächsten Siedler, den setzen wir dann auch auf den Wald. Und die Frage ist, ob wir hier vielleicht Wald anpflanzen können. Da ist eine Oase. So, jetzt ist die Frage, wir müssen mal gucken. Warte mal bitte. Okay, wir sind jetzt hier bald da. Ah, die Karawane muss ich anhalten fürs nächste Mal. Jetzt ist die Frage, wo siedeln wir jetzt hier eigentlich? Das sieht doch schon mal ganz nett aus. Produktiv. Wir sollten auf jeden Fall erst ins Dorf gehen, bevor wir da wirklich siedeln. Hier baue ich eine Straße. Und hier wollen wir, glaube ich, Greifswald noch ein bisschen weiterentwickeln, wobei wir hier eigentlich schon gut dabei sind.
Kann man jetzt hier zum Beispiel noch einen Wald anpflanzen? Da oben? Müssen wir mal gucken. Ich fahre hier einfach mal noch weiter. Wo wollten wir jetzt einfach noch mal? War in Travemünde? Ah ja, Travemünde, hier, perfekt. Sie ist ja schon in der Nähe. Ist ja wunderbar. Ich glaube, wir haben zu viel vor, um Krieg zu führen, sagt Tiger Yeti. Ja, den Krieg, den führen wir mal so nebenbei. Total arrogant. Ich frage mich, warum die Russen uns da nicht angreifen. Boah, ist ja ein Riesenkontinent dort. Oh, das hat möglicherweise eine Landverbindung hier unten hin zu dem Bereich. Das ist ja erstaunlich. Okay. Das sind Berge. Ich meinte, die Kohle ist natürlich auch super gut, aber wir müssten eigentlich diese Umgebung hier erstmal erkunden. Wisst ihr was? Ich werde auch mal mit dem Siedler erkunden. Wir gehen nicht mit dem Siedler ins Dorf gehen, das ist klar. So, und jetzt sind wir im nächsten Zug sind wir angriffsbereit. Da würde ich sagen, legen wir los. Das bringen wir jetzt hier hin. Bauhilfe für Wunder. Oh ja, sehr cool. Ich bin mir nicht sicher, was die Russen angeht. Wir können noch mal gucken, wie es aussieht. Warte mal, wo sah man noch Geheimdienstberater? Russenkrieg, ja. Ihr seht es, wir haben Krieg. Ich will mal gucken, ob man da oben Wald anpflanzen kann. So, Leute, der Moment ist gekommen. Die Kriegserklärung wird jetzt übermittelt. Ja, wenn ich Pech habe, komme aus dem Dorf Barbaren. Das ist mir bewusst, ja. Okay. Seid ihr bereit? Immer bereit. Es geht los. Vertrag brechen. Jawohl. Der erste Angriff ist gelungen. Der zweite folgt. Jawohl. Okay, die sind erstmal weg. Jetzt bräuchten wir eigentlich in Bremen auch den Siedler. Oh ja, wir bräuchten, müssen den nachher vorziehen. Im Moment bleiben wir erstmal stehen, weil wir natürlich jetzt nicht weiterziehen können. Aber dann werden wir Schritt für Schritt stackweise sozusagen vorrücken. Wir haben hier keine gute Verteidigungsposition. Oder was ist das? Im Dschungel haben wir Verteidigungsbonus plus 50%. Kommen wir aber nicht hin. Wir kommen hier nicht durch. Nee, wir müssen leider auf flachem Felde stehen und Alexandria angreifen. Das war die leichte Übung. Jetzt wird es interessant. In der Tat. In der Tat. Gut. Okay. Die Ägypter haben jetzt auch die große Kirche. Das heißt, die können auch am Weltwunder bauen. Es geht um die Zufriedenheit. Wir Deutschen sind die zweitzufriedensten in der Welt. Schaut mal, wir haben übrigens einen größeren Palast. Ich finde, das ist doch fast wie gewonnen haben. 2000 Jahre Wachdienst. Und wir werden dort immer verfolgt. Ich glaube, es ist doof, wenn wir den hier hinbringen, oder? Aber ich kann jetzt nicht woanders. Ich muss dahin. So, hier werden wir, glaube ich, mal weiter einfach die Insel erkunden. Während ich nicht mit dem Siedler da reinziehe, keine Angst, sondern mit der Phalanx. Okay, jetzt geht's voran. Wollen wir die Ägypter sprechen? Ich meinte, wir wollen ja jetzt Krieg. Die werden uns jetzt vielleicht irgendwas anbieten oder so. Ich weiß nicht. Macht doch keinen Sinn, oder? Ja, Tribut fordern heißt, es ist wieder Frieden. Wollen wir ernsthaft Tribut haben? Nee. Nee, 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 nee. Ja, Leute, wenn wir Tribut oder Wissen fordern, dann ist halt Frieden, ne? Das ist halt so ein Gegenangebot. Nee, wir lassen. Aber wir können mal gucken. Check Intelligence ist das, was wir hier wissen über sie. Sie haben eine Schatzkammer von 642. Na gut, wir können sie mal empfangen. Einfach nur des Spaßes halber.
Ja, unzuverlässiger Herrscher. Ach, jetzt bedrohen sie uns noch? Ich lach mich tot. Okay, es war anders als vermutet. Sie bedrohen uns. So, hier müssen wir nachziehen. Und hier will ich Irrigation machen. Die nächste Phalanx kommt. Und hier will ich mal gucken, ob wir... Ja, wir können in Wald ändern. Das machen wir hier unten. Und jetzt... Warte mal. Was ist das denn? Ach, die muss ich noch aktivieren. Oh, verdammt. Habe ich ganz vergessen. Ganz wichtig. Unsere schöne Festung haben wir jetzt umsonst da gebaut. Naja. Ja, die Phalanx muss hinterher. Der Streitwagen, der folgt, wenn wir die nächste Phalanx als Schutz dabei haben. Vorher schicke ich ihn nicht. Das Problem ist nämlich, wenn wir jetzt einen Stack verlieren, dann sind alle Einheiten, die im Stack sind, mit verloren. Deswegen schicke ich nur zwei Stacks raus. Okay, in Hamburg ist Panik. Weil wir da wieder gewachsen sind. Der kann aber hier einen auf Elvis machen. Ansonsten... Hamburg ist irgendwie ein bisschen unbefriedigend, aber okay. Da passiert nicht viel. So, jetzt... Oh, da ist eine russische Stadt. Okay, Jakutsk ist da. Ah, hier unten ist doch ein bisschen gefährliches Pflaster. So, ich will den mal jetzt haben. Ja! Strike, Leute! Das ist jetzt richtig wert... Mann! Das ist eine Sackgassentechnologie für uns. Oh, ich dachte, jetzt kommt was Geiles. Naja, gut, vielleicht, falls wir nochmal friedlich werden. In dieser Phase wäre technologischer Fortschritt richtig wertvoll, wenn er uns weiterführen würde. Das führt uns hier leider nicht weiter. So, wir müssen jetzt langsam mal drüber nachdenken, wo wir jetzt siedeln. Hier ist ein Binnensee. Wir haben doch vorher über den Bodensee gesprochen. Die Gegend ist hier nicht so dolle mit dem... Hier... 1, 2, das wäre noch drin. Hier wäre okay. Ja, die Kohle ist zu weit weg im Moment. Das ist mir zu weit weg. Die Kohle, das wäre die nächste Stadt. Aber ich will hier hin. Also, im Moment ist der Spot interessant, weil wir sind 1, 2 vom Fisch entfernt, 1, 2 vom Wild entfernt. Das würde meines Erachtens gehen. Und vielleicht ist hier oben noch was Interessantes. Wald ist hier, Hügel ist hier. Das ist schon mal ganz okay. Also ich bleibe erstmal hier. Wir gehen schon mal dahin. Und jetzt kommt der nächste Angriff. Jetzt wird spannend, Leute. Da kann man schon mal schnell was verlieren. Ja, jetzt geht's los. Aber keine Stadtmauer, das ist schon mal gut. Jawohl! Haha, sehr geil. Gut, hier ziehen wir vor. Du befestigst dich als Verteidigung. Und wir ziehen vor. Ah, verdammt, die Phalanx hätte jetzt besser gehen können. Alexandria liegt offen. Scheiße. Ich Idiot. Alexandria liegt offen. Kann ich das noch... Oh mein Gott. Was habe ich getan? Ist die Phalanx noch aktivierbar? Ja, habe ich nicht gesehen, Leute. Habe ich nicht gesehen. Verzeiht es mir. Der F-Befehl hat schon alles kaputt gemacht. Ja, das ist ja einfacher als gedacht. Streitwagen. Oh ja, guter Hinweis. Der Streitwagen kann uns vielleicht jetzt hier noch retten. Wer hat das geschrieben? M. Waiten Kiers. Großartig. Ah ne, Lutab 15 war der erste, glaube ich. Nee, Grim Gorak war der erste. Grim Gorak. Dir gebührt. Und 106 Gold haben wir geraubt. So, was klauen wir uns da? Viel Know-how im Chat, ja, in der Tat. So, was ist am wertvollsten? Ich gucke mal kurz. Schwarzpulver ist schon mal relativ wertvoll. Gibt es noch was Wertvolleres aus dieser Richtung?
Ich gucke halt, was am weitesten fortgeschritten ist. Aber ich würde sagen, wo ist denn Physik? Warte mal. Wo ist denn Physik? Ah, Physik ist da oben, ja. Nee, also dann ist wahrscheinlich Schwarzpulver tatsächlich am besten. Navigation, da wollte ich eh hin, ja, aber dann geht was verloren, ne? Erfindung ist auch gut. Nee, also auf der Ebene von Schwarzpulver ist es noch Chemie, Gravitationstheorie, Religion, Dampfmaschine und Magnetismus. Das sind die Sachen, die auf dieser Ebene sich befinden. Ich würde sagen, dann nehmen wir Schwarzpulver. Yeah! Strike. Okay. Ach so! Ja, ab sofort. Ab sofort nützen die Kasernen nichts mehr. kleine Nebeninformation. Na gut. Ja, reicht. Wir haben se sechs erfahrene Truppen, das reicht schon. So, in Bremen. Was ist denn jetzt hier für eine Mega-Unruhe? Ah ne, in Alexandria. Okay, alles klar. Wir sind gar nicht in Bremen. Ja, das Problem ist natürlich jetzt, wir brauchen hier Einheiten auch zur Unterdrückung. Wir haben zum Beispiel. Oh, jetzt wird es kompliziert, ne? Wir brauchen auf jeden Fall Elvisse. Ohne Ende. So. Jetzt ist schon mal wieder alles happy. Und ich würde sagen, als erstes brauchen wir hier einen Tempel. 10 Runden ist doch okay. Marktplatz und Kornkammer ist geblieben. Da können wir zufrieden sein. Brot und Elvis. Schöne, schöne Handelsroute nach Samarkand, die wir hier auch geerbt haben. Sehr gut. So, wir müssen übrigens mal in Bremen hier gucken. Gibt es jetzt hier neue Möglichkeiten? Ja, wir brauchen einen Siedler hier als nächstes, damit wir hier schöne Minen bauen können. Herrlich. Ja, ich weiß. Nächste Runde wächst es. Können wir eigentlich dann schon. Naja, machen wir nächste Runde. Oder? Wenn wir jetzt rausnehmen, dann verlieren wir Bevölkerung. Ist das gut? Wollen wir das? Dann wachsen wir nicht. Ist das sinnvoll? Nee, ist glaube ich nicht sinnvoll. Mit dem, den wir wachsen, den nehmen wir als Elvis. So, alles klar. Haben wir noch was zu tun? Ey, das läuft ja schon mal brillant. Geht schon mal los hier, unser Krieg. Das nächste. Oh, die Hauptstadt hat Stadtmauern. Ich würde sagen, wir gehen als nächstes nach Heliopolis. Ich gucke mal, aber sonst der Rest ist in Ordnung. Hier müssen wir jetzt mal eigentlich woanders hin. Was machen wir nächste Runde? Oder? Kannst du dich noch bewegen? Nee. Oh, da war eben. Habt ihr gesehen? Da war eben ein Rad, ein Streitwagen. So, Bremen ist Panik angesagt. Ja, klar, weil jetzt hier eine Einheit fehlt zur Unterdrückung, ganz klar. Das ist aber nicht so schlimm. Was nehmen wir da? Wir haben kein Wachstum mehr. Wir können, glaube ich, auch gar nicht wachsen, ne? Ohne Aquädukt. Ich weiß gar nicht. Dann würde ich sagen, nehmen wir. Ja. Ich will lieber mehr produzieren. Obwohl, so verlieren wir. Das geht auch nicht. Verlieren wollen wir nicht. Wir müssen das so machen. Miliz bauen. Ach, Miliz bauen ist doof. So, Alexandria ist natürlich wieder Unordnung. Da müssen wir uns erstmal drum kümmern. Weil der neue da ist. Okay, und das heißt, hier lohnt es sich nur hier. Okay, jetzt verlieren wir Bevölkerung. Aber gut, hier ist ja noch genug Puffer. Das wird sich dann gegeben haben, bis wir den Tempel haben. Das ist kein Problem. Der Neue macht wieder Ärger, ja. So, wo waren wir gerade? Irgendwo leuchtet was. Hier, die Phalanx. Wir haben ja jetzt den Streitwagen hier. Das heißt, die Phalanx muss auch nach Alexandria. Okay. Wir rücken einfach mal alle jetzt vor. Ganz planmäßig. Der Streitwagen, der bleibt jetzt dort, bis die Phalanx da ist.
Und wir. Erkunden hier weiter. Und die Frage ist, ja komm, wir gründen auf jeden Fall die Stadt. Ist egal, welche Felder da schon erkundet sind oder nicht. Gut. Eine 10er Stadt, eine 9er Stadt, das ist schon ein heftiger Verlust. Oh, oh, oh. Oh, 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 die Russen, wir sind mit denen im Krieg. Die haben Schleudern. Wow. Der Ort dort ist sehr gefährlich, den wir dort besiedeln wollen. Oh, da ist nochmal Kohle. Wahnsinn. Gut. Du wartest noch? Du ziehst weiter. Flüsse haben, glaube ich, hier keine Bedeutung. Jetzt ist die Frage. der Stadt lieber einen Namen geben, den man nicht vermisst. Ich würde tatsächlich sagen, wir warten noch mit der Stadtgründung, bis wir wissen, wo der Schleuderer dorthin zieht. Können wir die Phalanx noch bewegen? Nee. Ja, kurz im Norden ist unbewacht. Ernsthaft? Nee, das sieht, glaube ich, nur so aus. Da ist ein schwarzer Rahmen drum. Bin mir aber nicht sicher. Ich ziehe mal noch wieder einen zurück. Sicher ist sicher. Ach komm, nein, vergiss es. Oh, verdammt, da ist eine Phalanx, aber kein Problem. Oh, von der anderen Seite kommt der Streitwagen. Wow. Die Russen machen uns platt. Okay. So, Leute, jetzt mal ernsthaft. Wollen wir hier wirklich siedeln? Oder ist uns das zu heiß? Wollen wir das durchziehen? Siedeln und Stadtmauern kaufen. Weiß gar nicht, ja, ob wir uns die leisten können für 259. Wir könnten uns Musketen kaufen, ja. Ja, eins nach links ist klar. Auf der Insel, ja, aber da ist Wüste, das ist Mist, das ist doof. Okay, ich glaube, Musketen genügt, ne? Also wir werden eine Phalanx dorthin setzen und Musketen, das müsste reichen. Die Russen haben die Siedlung nicht gesehen, ja. Ich hoffe, das Spiel tickt auch so. Wer weiß, was die KI hier alles sieht. Okay, Leute. Jetzt heißt es. Jawohl. Strike. Das heißt, mit denen können wir jetzt schon weiterziehen. Mit dem noch nicht. Ja. Dann warten wir hier und warten hier. Okay, läuft doch gut. Die Muskete hat eine 3er Verteidigung. Ja, aber wenn sie befestigt ist, dann ist sie ja noch mal stärker. Wie nein? Ist doch nicht riskant. Wir haben doch eine Phalanx da. Ägypter entwickeln Universität. Wie, die Zulus haben uns angegriffen. Was? Crazy. Die Zulus greifen uns an. Wahrscheinlich sind wir jetzt international. Wir sind komplett unten durch, glaube ich. Okay, wir haben wieder eine Küstenstadt. Das wird diesmal Wismar. Ist nur Berlin. Frontstadt Berlin. Ja, dieses Siedeln auf den anderen Kontinenten ist so eine Sache, ne? Das ist halt ein
ziemlicher Trigger, glaube ich, für die KI. So, wir bräuchten hier eigentlich noch einen Siedler jetzt zum Entwickeln. Produktion ist aber erstmal gut. Das heißt, wir produzieren uns hier erstmal eine Kornkammer. 4 Produktion ist schon in Ordnung. Ach so, wir wollten hier was kaufen, ne? Hä? Warum? Ach so. Ah, das meint ihr mit vorziehen. Ah, ja. Ich kapiere schon, was ihr meint. Alles klar. Ja, das war doof. Da habt ihr recht. Das war zu riskant. Jetzt habe ich verstanden, was das Problem war. Gut, wir sind hier unten schon am Start. Das heißt, da machen wir dann weiter hier in Travemünde. Und wir warten immer noch auf ihn. Aber hier können wir jetzt angreifen. Musketier kaufen, sagt ihr. Ja, machen wir. Wismar kriegt ein Musketier. Ändern. Musketiere. Das ist gar nicht so teuer, ne? Eieiei, 210. Boah, wollen wir das wirklich machen? Goetheke sagt, kaufen! Was kosten Mauern? Ja, gucke ich auch noch mal kurz. Warte eine Runde, das ist billiger, ja. Ich meinte, die können sowieso nur einmal angreifen, glaube ich. Wir können das im Notfall immer noch kaufen. Kostet doppelt in der ersten Runde. Ernsthaft? Okay. Stadtmauern. Ich gucke mal ganz kurz, was der Vergleich ist mit Stadtmauern. Was habe ich jetzt gemacht? Kauf. 480, okay. Dann produzieren wir das ein bisschen an und kaufen dann. Das ist ja ein guter Hinweis. So, Leute, Heliopolis. Es geht los. Drückt die Daumen. Nein! Die haben Musketiere dort stehen. Das erste Katapult ist im Arsch. Ja, gut. Mal gucken, ob wir uns da die Zähne ran ausbeißen. So, Trier hat zumindest jetzt hier noch was. Produktion ist super hier. Ich glaube, wir brauchen jetzt hier nicht mehr groß was ausbauen. Ja, wir können den nach Bremen jetzt schicken, würde ich sagen. Wo er dann in die Berge geht. Okay. Wir machen jetzt hier eine Befestigung. Und gehen jetzt hier mit dem Streitwagen rein. Jetzt können wir Frieden verhandeln? Nein, noch nicht. Wir bauen doch hier schon wieder das nächste Katapult, oder? Wir müssen bloß hier ein bisschen in Puschen kommen mit den Bergen. Dann geht das auch. Genau, jetzt ist die Phalanx für einen Streitwagen frei. So sieht's aus. Okay, die Russen stehen vor Berlin. Und wir hätten in Berlin was kaufen sollen. Und hier ist Panik in Travemünde bei der Bachkiste. In Travemünde müssen wir auch mal wieder die Siedler hinschicken. Oh, was ist hier los? So, der hat noch einen Zug. Der kann angreifen. Ja, kommt. Scheiß drauf. Wir müssen es halt tun, ne? Oder sparen wir uns das auf? Greifen wir lieber mit dem Katapult den Musketier an? Alexandria ist umgedeckt. Oh ja! Oh oh. Oh oh. Ich würde mal sagen, dann befestigen wir den mal in Alexandria, ne? Wasser bringt doch, ist doch kein Problem oder so. Verteidigungsbonus plus 50% hat Fluss. Ey, das ist ja geil. Das wusste ich gar nicht. Jawohl! Haha! Der Streitwagen hat's hingekriegt. Wo das Katapult gescheitert ist, macht es der Streitwagen. So, wir wollten in Travemünde, glaube ich, hier unten weitermachen. Und in Wismar befestigen wir uns jetzt. Wir brauchen, wie es aussieht, eher in Berlin irgendwie ein Musketier, oder?
Wo haben wir Gold gefunden? Wo war Gold? Mit dem Schiff irgendwo? Gold beim Schiff. Hier sehe ich kein Gold. Ach da. Ja, ist halt zu weit weg von uns, ne? Das ist jetzt kein Thema für uns eigentlich. Ja gut. Okay, jetzt ist die Frage. Berlin. Wir haben hier nur dieses eine Ding. Ich glaube, wir müssen hier besser stehen. Wir müssen hier einmal auf die Musketiere gehen, um uns hier besser zu verteidigen. Die Kornkammer muss warten. Ist russisches Gold, ja, genau. So, Alexandria hat natürlich ein Problem. Nicht, dass wir das wieder verlieren. Das wäre natürlich saubitter. Wir können natürlich hier auch offensiv gegen den Streitwagen gehen. Wäre auch eine Möglichkeit. Was ist ein Grau eigentlich? Wer ist ein Grau? Grau sind die Russen oder was? Nee. Weiß sind die Russen. Ach, Grau sind die Mongolen. Mit denen sind wir im Frieden. Ah, ja, alles klar. Alles klar. Oh, da kommt ein Katapult. Das steht aber sehr schön da. Oh nein, Tempel ist zerstört in Rostock. Was? Wow, was geht denn da ab, Leute? Schnell befestigen. In Rostock ist ein Tempel zerstört und hier was. Ist ja beschissen. Das kann ja nicht wahr sein. Okay, wir brauchen dringend einen Tempel hier wieder. Den müssen wir vermutlich kaufen. Den produzieren wir einmal an und kaufen den dann. Berlin ist verloren? Nein. ja. Die Phalanx sorgt jetzt gerade für Ordnung. Wir lassen die noch mal eine Runde hier stehen. Schicken die später weg. Hier machen wir Road and Irrigation. So. Wir wollen überlegen, ob wir das Katapult nicht jagen, ehe es uns angreift. Können wir doch das Katapult angreifen? Oder wie seht ihr das? Vielleicht mit dem Streitwagen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Aber da kann ich nicht hinziehen. Da kann ich mit dem Streitwagen nicht hinziehen. Kann ich mit dem Katapult dahin ziehen? Mit der Schleuder? Nee, auch nicht. Okay, dann gehen wir gegen die Stadt. Jawohl! Jawohl! Wir haben 76 Gold geraubt. Heliopolis ist in unserer Hand. Und damit auch ein Kolosseum. Was habe ich da eben gesehen? So, was klauen wir denn jetzt? Oh, das lohnt sich ja richtig. Krieg führen lohnt sich doch richtig, oder? Ich weiß gar nicht, ob das ein Weltwunder war. War das das Weltwunder? Ja, geil. Okay. Wartet mal. Physik ist gut. Bankwesen ist gut. Universität ist gut. Das ist alles gut. Nee, Feudalismus. Ritter, vergesst doch mal die Ritter, Leute. Die Ritter ist eine Sackgasse. Das ist eine sinnlose Erfindung. Universität bringt nicht Metallurgie. Wartet mal. Doch, 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 doch. Universität brauchen wir für Metallurgie. Richtig, alles gut. Wir nehmen Universität. Guter Hinweis. Da können wir nämlich Kanonen bauen. Die sind gut. So, in Heliopolis ist ja alles in bester Ordnung. Wir haben tatsächlich, wir haben Leuchtturm. Habt ihr das gesehen? Kommt, noch mal kurz gucken. Können wir hier nicht rechtsklicken? Nee.
Ich möchte mir den Leuchtturm. Ich möchte wissen, was der macht. Schade. Linksklick hilft auch nicht, ne? Aufs Bild? Nee. Die Schiffe gehen nicht mehr unter. Okay. Na gut. So, jetzt ist die Frage. Ressourcentechnisch. Oh mein Gott, was hat diese Stadt denn für eine Produktion? Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Wir brauchen aber zuerst einen Tempel. 5 Runden. Super. Oder wir müssen doch immer, wir müssen immer irgendwie eine Einheit drin lassen zur Verteidigung, ne? Ja, wisst ihr was? Wir brauchen Musketier. Wir produzieren den einmal an und müssen in der nächsten Runde kaufen. Und jetzt gehen wir gegen die Hauptstadt. Jetzt ist die Frage, den können wir nicht mehr bewegen, oder? Die Schleuder? War die noch, können wir die noch aktivieren? Nee. Dann bleiben wir stehen. Hier befestigen wir uns mal. Okay. Ja, ja, ich bleibe auf dem Fluss, genau. Gut. So, wir gucken ganz kurz mal. In Wismar sind wir hier. In Wismar ist es jetzt gar nicht so dringend. Hier haben wir den gekauft. Ich lasse noch einmal drin. Möglicherweise müssen wir noch einen kaufen, falls er jetzt zerstört wird. Ja. Was passiert hier eigentlich? Oh Gott, das dauert alles ewig. Oh, verdammt, das Katapult steht vor Alexandria. Eieieiei. Aber ich empfange sie trotzdem nicht. Wenn, dann holen wir uns das zurück. Ich meine, das Katapult kann das ja nicht vernünftig verteidigen. Ja, ja. Es hätte nach Alexandria ziehen sollen. Aber erstmal kriegen wir noch einen schönen Ausbau. Frieden? Wir machen doch keinen Frieden. Wir sind hier gerade am mega am Gewinnen. Frieden. Du gibst sowas. Jawohl. So. Rostock hat erstmal noch eine Phalanx gebaut. Beziehungsweise, nee, das war die Phalanx, die wir da haben stehen lassen. Hier wollte ich, glaube ich, einen Tempel kaufen. Das mache ich auch. Weil wir sonst hier nie zu Potte kommen. Mit Musketier die Schleuder angreifen? Ja, könnte man vielleicht machen. Könnte man vielleicht machen, ja. Keine schlechte Idee. So, die Phalanx, die bringe ich jetzt mal irgendwie an die Front. Boah, die Russen hier mit ihren ganzen Militäreinheiten. Unglaublich. Okay, jetzt mal kurz überlegen. Okay, da haben wir jetzt ein Problem. Aber sie kann ja nicht mehr als einmal angreifen, ne? Das heißt, wir können hier kaufen. Wir müssen das leider ändern. In ein Musketier. Und den kaufe ich auch. Ja, stimmt. Die Russen haben keine Schiffe. Das ist gut erkannt, ja. Okay. So. Den Streitwagen sollten wir in Stellung bringen, ja. Das ist richtig. Ich würde sagen, dann ziehen wir hier nach Theben. Können wir, ja, wir können schon ein weiter, ne? Können wir das auch mit dem? Warte mal noch, ich will dich testen. Mine. Okay, wir können, ja. Ja. Das Problem ist, wenn wir jetzt vorziehen, ist auch doof. Wir müssen jetzt erstmal hier stehen bleiben, würde ich sagen.
können wir das nächste Mal angreifen. Du gehst natürlich noch. Warum kann ich jetzt nicht. Nein! Nein! Warum konnte die Phalanx nicht ziehen? Sie hat sich doch bewegt. Scheiße! Was ist das denn? Oh mein Gott! Sie hat den Anschein gemacht, ich könnte mich bewegen, aber es war nicht. Fuck! Fuck! Nee, ich habe nicht Leertaste gedrückt. Er hatte, glaube ich, nur eine 0-Komma-Bewegung und ich hätte mich auf der Straße noch weiter bewegen können. Das habe ich. Aber Leute, der Schleuderer, der hat doch auch nur. Die andere Phalanx raufziehen? Nee, die reicht ja auch nicht. Die reicht auch nicht. Oder? Ach, 2/3 Chance. Ernsthaft? Das ist so in dem Spiel. Ah! Oh, das wusste ich nicht. Ja, okay, hätte ich das gewusst, hätte ich das natürlich nicht gemacht. Okay, das bedeutet, warte mal, ich weiß nicht, ob von dort nach dort eine Straße geht. Nee, ich glaube nicht. Also die Phalanx hier hinzuziehen, würde den Zug auch beenden. Okay, ja, Stadt sichern, es gibt ja jetzt erstmal nichts, das uns hier belastet. Die Chance ist da? Nee, die andere Phalanx, hier ist ja keine Straße. Das heißt, sie braucht ihre komplette Bewegung hier auf, meines Erachtens. Wir können die andere Phalanx hier nicht einsetzen. Ah, das ist ja ärgerlich. Super ärgerlich. Ah, wo ist Andu? Ja, genau. Na gut. Oh! Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, was kommt da in Wismar an? Oh mein Gott, Berlin ist gleich hin. Oh mein Gott. So, alles klar. Wir haben jetzt erstmal wieder hier Zufriedenheit in Rostock. Nützt uns das großartig was? Nee, im Moment nicht. Wir können auch hier nichts mehr produzieren, was Einheiten betrifft. Die Kaserne? Hatten wir nicht in Rostock eine Kaserne? Die ist auch weg. Aber die Kasernen bringen ja gar nichts mehr, richtig. Die Kasernen sind ja eh egal jetzt. Für Rostock Aquädukt ist doch Quatsch. Wir bauen einfach eine Karawane. Rostock gebe ich jetzt erstmal auf. Solange die ganzen Einheiten hier sind, können wir nichts reißen. Aber wir können... Oh, wisst ihr was? Wir können in den neuen Städten ja die Einheiten zur Heimat machen. Das würde Rostock zum Beispiel massiv entlasten. Daran habe ich nicht gedacht. Das wäre es noch. So, Greifswald. Was machen wir hier? Nehmen wir mal... Ja. Nehmen wir das weg. So, Leute. Schreibt ihr schon seit 10 Minuten? Okay, alles klar. Okay, Leute, jetzt wird's interessant. Dann ziehen wir jetzt aber die Phalanx natürlich nach. So. Und jetzt ist die Frage. Ja, wir müssen jetzt die Hauptstadt angreifen. Was soll's? Dafür ist das da, ne? Okay, zerstört. Hat nicht geklappt. Okay, da haben wir uns gesichert. Die können wir auch befestigen. Und wir müssen zurück und müssen... Gut, wir brauchen ein neues Katapult. Müssen den jetzt erstmal nachziehen. Okay, hier bauen wir Irrigation. Und du gehst hier irgendwo hin. Ah, ich kann ja jetzt einen Zug mehr ganz vergessen. Ich will trotzdem mal unten mal gucken. So, was ist hier in unseren bedrängten Städten los? Können wir da noch irgendwas retten? Berlin hat wieder 2. Wollen wir da noch einen kaufen?
90, 253, ja. Eine Runde halten wir noch durch. Und dann haben wir wieder einen. Wismar allerdings. Ehrlich gesagt sieht das nicht so aus, als hätten wir eine Chance. Wir können nicht einfach Diplomatie machen. Wir brauchen Diplomaten und müssen da irgendwo hinziehen. Das ist alles nicht so einfach. Nee, wir bauen keine Wüstenstadt. Ich kaufe hier nochmal. Vielleicht halten wir durch, vielleicht auch nicht. Ist okay. Wir erobern uns das Geld von den Ägyptern wieder. So. Wie weit ist Bremen dann mit dem verdammten Katapult hier? Kommt bald. Das könnten wir eigentlich auch kaufen. Die 11 ziehen wir noch durch hier. Wir brauchen in Bremen die Minen. Das ist wichtig. Stadtmauern verkaufen in Bremen? Ja, das geht auch irgendwie, ne? Was würde uns das bringen? 120. Interessante Option. Bremen ist keine Frontstadt mehr. Kann es natürlich werden. Ja, das Schützen von Heliopolis mit den Schiffen. Ja gut, wir wissen nicht, ob die was drin haben, ne? Das Problem ist, wir können nicht alles auf einmal machen. Wir haben halt hier nur begrenzte Truppen. Gut, die Phalanx, die können wir wieder zurückziehen, solange wir kein Katapult haben. Okay, die ziehen wieder rein. Okay, das war's mit Wismar. So viel zu diesem Thema. Die Stadtgründung ist perdu. Berlin allerdings steht. Oh, und in Trier haben wir das Aquädukt. Na, großartig. Das heißt, wir können jetzt in Trier auch ordentlich mit der Militärproduktion jetzt richtig durchstarten. Aber sowas von richtig. Hier sind wir schnell. Schleuder, 7 Runden. Super schnell. Hier war doch immer Friede, Freude, Eierkuchen. Ist aber jetzt nicht mehr. Ach so, da bauen wir gerade sowieso ein Musketier. Den wollten wir eigentlich kaufen dort. Das war der Grund. Ich würde sagen, wir kaufen ihn auch nochmal. Kostet ja... Na, ist unmittelbare Gefahr? Ach so, wir können nicht kaufen wegen Bürgerkrieg. So rum ist es. Wir können aber diese Truppe hier wieder zurückziehen, wenn nötig. Die Heimatbasen. Nee, aber wir haben auch noch nichts in der Nähe. Ach doch, hier. Rostock zum Beispiel können wir entlasten. Ja, guter Hinweis. Das können wir machen. So, wir sind aber erstmal hier oben. Berlin wird weiter geschützt. Wir müssen gucken, was wir jetzt in Berlin hier bauen eigentlich. Wir haben gesagt, Berlin braucht auch einen Siedler und sowas, ne? Ja, wir machen mal das Übliche. Okay. Stadtmauer, ja. Stadtmauer kaufen. Werden wir uns lange erstmal nicht leisten lassen. Leisten können, aber vielleicht machen wir es mal. Vielleicht erobern wir noch genug Geld, um das zu tun. So, jetzt haben wir da einen Wald. Das ist doch gut. Bauen wir da noch eine Straße rein? Wir wissen jetzt schon mal, wo Moskau ist. So, und den, glaube ich, ziehe ich jetzt auch erstmal zurück, während wir hier weiter angreifen. Zum Beispiel den Streitwagen. Das Blöde ist, wenn wir jetzt angreifen, steht er da alleine. Das sollten wir nicht tun, das heißt, wir bleiben erstmal stehen. So, hier haben wir eine Phalanx. Achso, da wollte ich die Heimatbasis ändern. Ja. Ja. Warte mal, hier sind doch viel zu viele Elvisse unterwegs, oder was ist hier los? 3 reichen? Ich weiß gar nicht genau. Nee, 3 reichen nicht. Reichen nicht. Okay. Da kriegen wir bald einen. Der kommt damit rein. Der kann da erstmal stehen bleiben.
Aber nochmal Gold. Da oben sind die Ressourcen, aber da werden wir nicht mehr hinkommen. So, Katapult aus Bremen ist fertig. Das heißt, wir können tendenziell wieder in die Offensive gehen. Sehr gut. Ich würde sagen, wir machen weiter mit den Katapulten. Ich meine, wenn wir die Hauptstadt haben, seien wir ehrlich, dann haben wir die Ägypter geknackt. Oh! Shit! Okay, das hat wehgetan. Das hat wehgetan. Oh nein! Die Mongolen greifen uns auch an. Oh mein Gott! Wir sind am Arsch, Leute. Das Ende ist nah. Ah, ich glaube, wir sollten die Stadtmauer in Bremen doch noch nicht verkaufen. Wir ziehen jetzt erstmal hier wieder rein, befestigen das Ganze. So, Katapult. Rein in die Stadt. So, kurz mal gucken, was wir hier unten jetzt Sinnvolles tun können. Es ist den Deutschen mal wieder gelungen. Okay, also, ich würde mal sagen, wir könnten überlegen, die nächste diplomatische Anfrage vielleicht doch mal etwas gütiger zu prüfen. Gut, das ist eigentlich doof hier, oder? Wir verlieren hier Nahrung. Ja, ist dasselbe. Auch dasselbe. Wir können das Katapult der Stadt auch mal zuweisen, dann kann Bremen schneller nachproduzieren. Das ist auf jeden Fall gut. Ja, Musketen können bei Bedarf opfern. Na gut, dann lassen wir es mal. Ist okay, wir brauchen auch eine bessere Verteidigung hier. Ist schon richtig, das muss bleiben. Wie viel Geld haben wir? 110. Vielleicht sollten wir die sogar kaufen. Ja, es könnte hier kritisch werden. Ich kaufe die. So, die Ägypter. Ach, irgendwie ist doch Frieden langweilig, oder? Na, wir empfangen sie mal. Ich weiß nicht. Sind wir schon in der Situation? Wie seht ihr das jetzt? Noch sieht's doch hier nicht so kritisch aus, oder? Wir können Luxusrate auf 10% setzen. Das ist vielleicht auch eine ganz schöne Idee. Nee. Wir schließen noch keinen Frieden. Komm, wir pokern noch ein bisschen. Wir pokern höher. Ich meinte, der mit seinem blöden Phalanx. Was will er denn da? Schaut euch das an! Oh, wir verlieren Geld. Total abgelost haben sie. Die Zulus. Na, hier können wir vielleicht mal ein bisschen einsichtiger werden. Wollen wir ihnen das Schwarzpulver verraten? Hier könnte man ja mal sagen, ich meine, die Zulus, die sind eigentlich keine echte Bedrohung für uns. Ja, der Chat sagt nein. Na gut. Okay, ihr wollt den maximalen Krieg. Okay, alles klar. So, wir wollen aber Kanonen. Und weil wir Kanonen wollen, erforschen wir die Metallurgie. Kanonen schießen über Stadtmauern. Das ist das Geile an Kanonen. Kiel hat eine Kornkammer. Wow, jetzt erst. Das ist ja der Wahnsinn. Drei Produktion, drei Nahrung. Das sieht doch ganz gut aus. Das nächste, was wir brauchen, ist ein Tempel. Ja, das sieht doch hier gut aus im Kiel. Sehr schön. Okay, Alexandria ist jetzt wieder gut verteidigt. Auch gut. Ja, ist die Frage, ist der Moment schon gekommen, davon jetzt wieder loszugehen? Wir könnten hier uns... Ich wollte erstmal hier Heimat zuweisen. Wir könnten die Phalanx schnappen oder möglicherweise sogar... Ja, wir könnten den Musketier schnappen und dann nach vorne gehen. Warten.
Warum eigentlich warten? Ich glaube, dass mit dem Musketier, wir können mit dem Musketier nach vorne gehen. Das werde ich nochmal revidieren. Warum sollen wir warten? Ist das wirklich sinnvoller, auf einen zweiten Stack zu warten? Was ist der strategische Vorteil davon? Man kann Gegenangriffe des Gegners verhindern, vielleicht. Okay, das würde ich einsehen, ja. Der Musketier, den müssen wir nicht unbedingt kaufen, der ist ja gleich fertig. Guck mal, wir haben hier eine Megaproduktion, das ist unfassbar. Der ist sofort durch hier, der Musketier, ist überhaupt kein Problem. Übrigens, wir können die auch hier zur Heimat machen. Ja, gut. Okay, dann warten wir. Dann warten wir eben. Alles klar. Ihr habt mich überredet. Heimat befestigen. So. Ich verliere Gold. Okay, das müssen wir uns angucken. Wir haben 31, 32. Das ist nicht gut. Wir müssen die Steuerrate erhöhen auf 50%. Und der Vorschlag war auch, die Luxusrate zu erhöhen. Das würde uns hier und da entlasten. Da müssten wir alles durchgehen und ändern, ne? Da habe ich auch keinen Bock drauf. Müssen wir jede Stadt checken. Ja, weniger Elvisse. Machen wir nicht. Wissenschaft ist auch wichtig. Oh mein Gott! Dieser Scheiß! Was ist das denn? Oh mein Gott! Heliopolis, da kommt noch. Oh mein Gott! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Berlin hält aber. Wir haben hier die Karawane gebaut. Okay, da haben wir jetzt ein echtes Problem. Die Stadt ist am Arsch. Das ist keine Phalanx, sondern eine Legion. Okay. Ah, na gut. Wir machen weiter hier mit dem Ding, würde ich sagen. Okay. Was haben wir denn hier? Hier können wir aber auf jeden Fall mal in die Offensive gehen. Gegen die Einheiten? Nein, du nicht. Ich möchte dich auswählen. Hallo. Geht nicht. Müssen wir warten. So, wir treffen uns jetzt hier. Wow. So, was machen wir denn jetzt mit den Schiffen? Da oben können wir noch was erkunden. Ansonsten kennen wir keine weiteren Küsten. Vielleicht hier, vielleicht auch nicht. Stadtmauer in Bremen verkaufen, da hätten wir Geld für einen Sofortkauf. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Okay, mit dem fahren wir erstmal zurück. Und hier bitte warten, ich will das Katapult. Oh, halt! Wir haben hier eine Verteidigung. Geht, alles gut. Die Karawane soll, wie war das noch? Nach Travemünde, ne? Genau, wir wollen das da haben. So, jetzt aber. Jawohl! Hahaha! Strike. Okay. Gut, den nächsten Angriff werden wir hier auf jeden Fall überstehen. Das Problem ist, wir haben hier Nahrungsknappheit. Das ist allerdings übel. Wir verlieren hier Bevölkerung. Das können wir leider auch nicht verändern. Links bei den Ägyptern. Ah ja, hier ist noch Küste. Okay, alles klar. Oh, die Schweinebacken! Was ist denn das für eine Einheit? Shit. Okay, Berlin wird, glaube ich, nicht lange durchhalten. Hier wollten wir Stadtmauern bauen, aber ich glaube, das wäre jetzt Geldverschwendung. Wir können noch mal versuchen, Musketiere zu kaufen. Berlin können wir aufgeben. Ja, ich muss mit Alexandria die Flussfelder aufgeben. Das stimmt, das ist ein guter Hinweis. Die Frage ist, wollen wir das? Können wir? Ja, das können wir ja. Wir haben Alternativen. Oh ja, das ist ein guter Hinweis.
Das Problem ist hier, ne? Okay, jetzt ist der Moment gekommen, wo wir die Stadtmauern verkaufen müssen. Falls das überhaupt noch reicht. Es reicht, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Er macht im nächsten Angriff marschierte ein. Oh! Ach so, die haben Nahrungsmangel? Ja, okay, alles klar. Die haben Nahrungsmangel. Heliopolis hatte. Okay, alles klar. Ich glaube, das habe ich jetzt verschwendet, diesen Kauf. Haben wir irgendwas Schnelles hier? Nee, haben wir nicht. Ich glaube, der kann jetzt einfach reinmarschieren, oder? Wann sind die da? Die sind doch erst in der nächsten Runde da. Ich glaube, ich habe es verkackt. Heliopolis ist weg. Und wir haben unnötig Geld ausgegeben. Eieieiei. Da müssen wir Heliopolis gleich zurückerobern. Das heißt, wir schicken die schon mal raus. Kann ich den auch schon mal rausschicken? Erstmal sind wir woanders. Hier oben sind wir mit dem Schiff. Ja, fahren wir mal hier erstmal wieder zurück. So. Bauhilfe für Wunder. Okay, das sieht doch schon mal ganz okay aus. Produktion bekommen wir allerdings hier nur, wenn wir mal irgendwo einen Wald haben. Das heißt, ich werde hier einen Wald anlegen, so wie wir das in Greifswald gemacht haben, aber gar nicht hier richtig super nutzen können. Aber immerhin vier Produktionen. Ja, wir können hier sogar ein bisschen von der Nahrung weggehen. So haben wir noch ein bisschen bessere Produktion. Ich glaube, ich bringe jetzt mal den Siedler woanders hin. Die Frage ist, wohin? In Hamburg. Da könnten wir vielleicht auch mal wieder einen gebrauchen, der zum Beispiel diesen Sumpf dort wegmacht, damit Hamburg mal ein bisschen besser dasteht. So. Ja, Heliopolis ist leider perdu. Und idiotischerweise, ich weiß gar nicht, was passiert, aber unseren Musketier, den bekommen sie, glaube ich, nicht, ne? Gebäude in Heliopolis verkaufen. Okay. Ja, vielleicht eine gute Idee. Ich meinte, theoretisch kann man es auch zurückerobern, ne? Aber es werden immer Gebäude zerstört beim Angriff. Kaserne in Bremen nützt nichts mehr. Kaserne ist. Die plündern das Geld. Genau. Das Misplay habe ich ausgeglichen. Aber wisst ihr was? Wir verkaufen auch noch. Da können wir auch die Bank verkaufen. Können wir nicht mehr verkaufen? Kann man nur eins verkaufen pro Runde? Irgendwie erlaubt er mir nicht den weiteren Verkauf nicht. Scheint irgendwie nicht zu gehen. Wieso bringen neue Kasernen wieder? Ach, neue Kasernen bringen wieder was? Die alten sind veraltet? Ach, man muss neue Kasernen. Ach so. Ach so ist das. Aha. Ja, aber jetzt warte ich trotzdem aufs Katapult. Ah, das sind dann andere Kasernen. Das ist natürlich interessant. Wir können natürlich jetzt auch hier mal schnell einen Kauf reinhauen. Und dann als nächstes die Kasernen machen. Soweit zu dem Thema. Die Kanonen wurden irgendwo von irgendjemandem entwickelt. Und sie klauen sich den Brückenbau. So. Jetzt holen wir uns Heliopolis zurück. Und Berlin ist Geschichte. Der Bürgerkrieg hier.
Ach, verdammt! Wir haben ja gar nicht mehr den Leuchtturm. Oh, das könnte jetzt im Untergang des Schiffes, zum Untergang des Schiffes führen. Oh Gott, die Katastrophen mehren sich, Leute. Zu viele Elvis in Bremen. Ist das so? Da können wir noch was machen. Okay. Nee, den Elvis benötigen wir in Bremen. Und in Alexandria benötigen wir das auch. Nee, da haben wir noch immer. Boah, ist ja bitter, ey. Heliopolis war mal eine große und stolze Stadt. Ja, die Zeiten sind vorbei. Elvis has left the building. Gut. Die nächste Schleuder ist da und in Trier kommt schon wieder. Wow, jetzt geht's ja ab. Okay, wir brauchen jetzt aber eher Verteidigungssachen. Ich guck mal ganz kurz. Produktion ist hier nicht so gut. Das heißt, wir sollten die Schleuder auch hier nicht zuweisen. Okay, warten. Jetzt kommt gleich der Gegenangriff. Das Schiff hat zum Glück überlebt. So, jawohl. Jetzt müssen wir einmarschieren. Heliopolis ist wieder in unserer Hand. Wir haben ein bisschen Gold geraubt und wir klauen jetzt wieder was. Was klauen wir denn jetzt? Das Rittertum? Nein, ich weigere mich. Es gibt keine Ritter. Metallurgie. Wir wollen die Kanonen. Ja, yeah, strike. Die Kanonen. Oh, super geil. So, Heliopolis. Das ist natürlich jetzt alles ein Trauerspiel. Aber die Produktion ist immer noch gut. Das heißt, wir können hier auch das zur Heimat machen. Und tja. Na komm, wir machen mal hier Tempel und so Kram. Ich hoffe, dass wir die Stadt jetzt halten können. Nur noch der Leuchtturm steht. Ja, genau. So, ich gucke mal ganz kurz. Trier. Hier ändern wir das mal. Wir haben jetzt genug. Also wir könnten natürlich jetzt auf Kanone gehen. Oder wir müssen in Trier vielleicht auch die neuen Kasernen erstmal bauen, ehe wir hier weitermachen. Naja. 141. Na, wir müssen die einmal anproduzieren. Wie sieht's hier aus? Was kostet der Kauf? 72. Ja, machen wir. Wir wollen hier schnell weiter produzieren. Mittelalter ohne Ritter. So sieht's aus. Bilanz. 35. Ja, ist vielleicht ganz gut, dass wir jetzt mal ein bisschen Geld verdienen. Für den Krieg brauchen wir Geld. Ist halt so. Was haben wir hier rumstehen? Ja, wir brauchen jetzt eine Defensiveinheit. Dann können wir gegen Theben wieder ziehen. Oh, die haben eine Kanone. Oh mein Gott. Schatzkammer leer? Hä? Ich dachte, wir wären im Plus. Die Kanone muss erledigt werden. So, was wollen wir erfinden? Navigation bringt das Segelschiff. Brauchen wir vielleicht gar nicht so dringend jetzt in dieser Situation. Medizin bringt Shakespeare, dann Chemie, dann Sprengstoffe, dann irgendwann Schütze. Sehr weit weg. Ingenieurwissenschaft. Ja, was ist das nächste? Industrialisierung, Fabrik wäre eigentlich geil. Dazu brauchen wir Eisenbahn und Dampfmaschine. Dampfmaschine. Wie kommen wir an die Dampfmaschine? Dazu brauchen wir Physik. Ist hier nicht. Dazu brauchen wir Navigation. Dann ist doch Navigation wichtig. Das ist das nächste. Okay, Bremen hat jetzt die Kaserne. So, Bremen hat immer noch nicht die Mine. Mann. Drei Produktion ist ja auch ein Trauerspiel. Aber wir ziehen das ja jetzt mit Geld hier auf. Wir gehen jetzt... Wir brauchen eigentlich irgendwo auch mal eine Musketiere zur Verteidigung. Sonst können wir halt hier nichts mitschicken. Das ist das Problem. Gut, Kiel entwickelt sich positiv weiter. Also sieht doch schon mal hier ganz nett aus mit vier Schilden und so. In Kiel ist die Welt noch in Ordnung. Okay, Kanone wird angegriffen, Leute. Jawohl!
Haha. Jetzt ist die Frage. Eigentlich Kiel holen, ja. Eigentlich brauchen wir hier als erstes ein Musketier. So lange werde ich die hier drin stationieren. Ich werde jetzt mal ein bisschen vorsichtiger werden. So. Hier wollen wir einfach weiter. Okay. Wir haben die Sache einigermaßen stabilisiert, die Situation, würde ich mal sagen. Wir haben 92, wir verdienen 36, 23. Alles gut. Alles gut soweit. Ich würde gerne aber weiter vorrücken. Ah. Ja, die Produktion ist hier gut. Alexandria fehlt sehr viel Nahrung, sagt ihr. Oh ja, oh ja, da müssen wir was machen. Das ist wieder das Problem mit den Feldern. Na, das kommt, weil die ganzen Elvisse hier am Start sind. Brauchen wir denn so viele Elvisse? Wir brauchen halt in Alexandria, brauchen wir eigentlich einen Tempel ganz, ganz dringend. Das ist halt das Problem. Dann sind die ganzen Elvisse nicht mehr nötig. Das können wir zum Beispiel hier nutzen. Theben nimmt da das weg. Ja, es gibt hier auch gar keine bessere. Wir sind schon voll. Das Problem sind die Elvisse. Und halt, die benötigen wir gar nicht. 2-2 müsste doch eigentlich auch so gehen, oder? Ja. Dann geht's wieder. Ah. Wisst ihr was? Ich kaufe hier mal ein. Oder nee, hier haben wir keinen. Ich überlege, ob ich hier. Ach komm, wir kaufen hier. Oder wir gehen auf Tempel. Ja, wir kaufen Tempel, so rum machen wir es. Okay. Gut. Da kommt die nächste Legion. Was erzählst du mit Schatzkammer? Ist doch alles in Ordnung. Wir haben so ein dickes Plus. Oh Gott, diese Russen, die könnten uns überrumpeln. Okay, Alexander hat den Tempel. Gut, sehr schön. Das heißt, wir können jetzt. Ja, leider gibt es hier gar nicht so viel, was wir machen können. Immerhin haben wir jetzt keine Reduktion mehr. So können wir es lassen. Und dann gehen wir jetzt mal auf Kasernen, weil diese Stadt ist echt gut in der Produktion. Und den werden wir hier auch. Nee, den werden wir auch hier heimisch machen. Um Bremen zu entlassen. Travemünde, da müssen wir wieder was tun. Den nehmen wir raus. Gut. Heimisch befestigen. Irrigation. Ah, endlich ist die Mine in Bremen fertig. Endlich. Meine Güte. Das hat ja gedauert. So, jetzt sieht es doch in Bremen auch schon wieder gut aus. Wir brauchen aber dringend hier so einen Typ, sonst kommen wir nicht voran. Haben wir aber nicht das Geld jetzt. Okay, hier geht es langsam voran. Ich denke mal, wir machen hier weiter mit der nächsten Mine. Und gucken wir mal. Nee, noch nicht. Bleiben wir hier. Hier auch noch nichts. Halt, was wollte ich hier? Ah, verdammt, falsche Richtung. Okay, in Hamburg wollen wir die Sumpf wegmachen und sind erstmal durch. So, wann geht es jetzt endlich mal weiter hier? Wann kommen wir mal aus dem Puschen? Hier ist eine Phalanx. Eine Phalanx, ey. Ernsthaft. Wir gehen hier mit Phalanxen los. Da haben wir wenigstens so ein Musketier. Na, wir können vielleicht in der nächsten Runde kaufen. Ein Schiff weg, um Unterhalt zu sparen. Das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Wer finanziert das Schiff? Bremen.
Könnte man sich überlegen, ja. Das ist ehrlich gesagt nicht so toll. Nicht so wichtig jetzt. Ja, das ist eine gute Idee. Müssen wir bloß das Bremer Schiff erwischen. Oh, sie greifen Heliopolis wieder an. Krass. Das heißt, wir müssen hier. Ja, wir haben eigentlich. Jetzt in die Offensive gehen, könnten wir machen eigentlich. Könnten wir eigentlich machen. Straße? Ja, stimmt, eine Straße sollte bauen, da habt ihr recht, ja. Feuerfrei. So, hier warten wir noch mal auf den. Und hier sollten wir angreifen. Jawohl. So, und wie können wir den. Ah, warte mal, wir können den. Ist das der ist aus Travemünde? Travemünde ist zwar gut fürs Weltwunder, aber eigentlich. Ja, aber hier sind wir, können wir weiter erkunden. Das ist jetzt natürlich dämlich. Jetzt ist das falsche Schiff weg. Leute, Leute, wir müssen kurz eine Pause machen, auch wenn es mega spannend ist. Aber ich muss hier mal einmal das Bier wegbringen. Ihr könnt euch mal den nächsten Zug überlegen. Währenddessen ich hier kurz das mache und das mache und das mache. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ah, ich hatte mein Mikro nicht an. Ich habe aber nichts Wesentliches gesagt. Pause ist weg. Es geht wieder los. Und ich denke, wir entlasten Travemünde. Ist auch okay, wenn wir das Weltwunder schneller bauen. Würde ich sagen, nehmen wir das hier weg. Ob der Leuchtturm mehr bringt als nur einen Zug mehr, können wir gerne mal gucken. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit auf See um eine Seemeile bis zur Entwicklung des Magnetismus. Mehr bringt das nicht. Ich soll es untergehen lassen? Ja, das ist gut. Wir fahren einfach aufs Meer raus. Finde ich gut. Können wir noch ein bisschen erkunden? Sehr gute Idee. So, hier kommen wir zum Nordpol oder so. So, haben wir jetzt irgendwie hier alles. Also eine Sache können wir schon mal feststellen. Der Vorgang hier oben zu siedeln, der ist komplett fehlgeschlagen.
Wir sind zurückgeworfen auf unseren Kontinent. Hier entweder siegen wir hier oder auch nicht. Ja, soweit so gut. Ach so, da ist nur der Po. Ah, okay, das ist quasi nur. Ah, das ist die Kartengrenze. Ja, okay, das macht dann keinen Sinn. Ja, stimmt, da geht es immer nur geradeaus. Da ist nichts weiter. Gut, dann können wir vielleicht unten das Land noch versuchen. Vielleicht kommen wir auf der anderen Seite mit dem Dreiruder an. Das wäre doch cool. Deutsche Kolonialpolitik. Ja, stimmt, das hat eine gewisse Ähnlichkeit. Gebe ich zu. So, und die nächste Kanone. Ein gefundenes Fressen. Warte. Wir können jetzt eigentlich gleich mit dem Ding angreifen. Jawohl. Haha. Strike. Sicherheitshalber stelle ich ihn sogar mal dahin. Wer weiß, was da noch kommt. Dem Pol folgen zum nächsten Kontinent. Könnte man auch machen, falls, ja. Wir verlieren hier wieder Nahrung. Ja, bleiben wir erstmal hier. So, hier erwarten wir die Gegner. Hier können wir nichts machen. Bleiben wir auch hier. Berge haben einen Defensivbonus, ja. Okay. Das war's. Ja, wir gucken nochmal ganz kurz auf die Karte, ob sich das lohnt. Ich weiß nicht. Wir haben ja hier unten schon Land gesehen. Ich würde sagen, wir fahren lieber dahin, oder? Wer weiß, ob wir hier überhaupt jemals noch einen Kontinent sehen. Hm. So. Wir haben 64. Das ist nicht so viel. Reicht, glaube ich, nicht für den Kauf von Kasernen. Doch. Kaufe ich jetzt. Dann können wir nämlich hier weitermachen. Wir brauchen hier Musketiere. So weit, so gut. Ah! Wow! Wow! Okay, der Gegner haut uns aber jetzt auch was entgegen, oder? Trier hat jetzt Kasernen, sehr gut. Jetzt ist die Frage, gehen wir jetzt auf Kanonen oder auf Musketiere? Was brauchen wir eigentlich jetzt dringender? Ich habe das Gefühl, wir brauchen Defensivwaffen im Moment dringender. Müssen wir mal sehen. Alexandria hat jetzt auch Kasernen. Alexandria haben wir mega gute Produktion. Hier werden wir jetzt eine Kanone bauen. Sie dauert trotzdem 7 Runden. Nun gut. So. Hier müssen wir jetzt mit dem Schleuderer angreifen. Jawohl. Geht doch. Den Siedler, wollen wir ihm den wegnehmen? Ah, zu riskant. Stadtmauer und Alexandria. Nein, wir müssen jetzt offensiv bleiben. Ja, Angriff, sagt ihr. Das Problem ist, man kann auch, die Chance ist immer da. Der hat eine Verteidigung und ich will nicht meine Schleuder da verlieren. Hm. Alexandria hat kaum Verteidigung. Ja, aber er kann nicht angreifen, ja. Die Verteidigung kommt hier schon noch. Das machen wir nicht. Der hat 1,5 Verteidigung. Das ist zu riskant. Hier greifen wir allerdings an. Ja. So, wir brauchen Defensive. Wir haben 16 Gold, das hilft uns nicht. Der würde die Stadt verlassen. War bisher nicht so, wenn ich gewonnen habe. Okay, in Greifswald haben wir mal wieder eine Karawane. Die Produktion ist echt gut in Greifswald. Ich denke, wir bauen hier immer weiter Karawanen. Das ist eine gute Strategie. Kiel ist Unordnung. Kein Problem.
Der Tempel ist ja bald da. So, jetzt können wir ja schon mal ein bisschen aufrücken. Nee, halt, stopp. Wir brauchen hier die Verteidigung. Hier haben wir auch noch nichts. Hier müssen wir was haben. Ja, den brauchen wir jetzt dringend. Aber den haben wir in der nächsten Runde. Dann geht's los. Wenn wir den haben, dann geht's los. So, der muss jetzt erstmal zur Verteidigung da bleiben. Und der ist jetzt da. Sehr gut. Der wartet. Der wartet hier auch noch. Ja, hilft nichts. Der wartet auch noch dort. Und bitte Bauhilfe. So, da sind wir schon fast wieder in der bekannten Gegend. Im Moment ist es ja erstaunlich ruhig. Ja, das Weltwunder, das wird uns sehr helfen, das stimmt. Oh, der Ritter, der nächste Angriff kann kommen. Das hat ja ewig gedauert. Hamburg. Ist Panik. Der Marktplatz ist da. Das gibt uns natürlich Geld. Wir brauchen aber Elvis. Und wir ändern hier in was auch immer. Im Zweifel Karawane, Kasernen, Kornkammer ist jetzt auch irgendwie nicht mehr die Zeit für. Gericht brauchen wir auch nicht. Nö, wisst ihr was? Bevor wir hier nichts machen, machen wir Karawane. Diplomat, ach, die. Diplomatie wird überschätzt. Warte mal, jetzt das Problem ist, wenn ich jetzt die Straße nutze zum Angriff, dann habe ich einen abgeschwächten Angriff. Das sollte ich vermutlich nicht tun, ne? Dann bleibe ich lieber hier und gehe mit dem rein. Hier haben wir im Moment noch nichts. Okay. Die Zulus sind aber auch richtig am Abkacken, habe ich das Gefühl. Entschuldigt die Wortwahl. Die Hamburger können mit dem neuen Gebäude nichts anfangen und geraten in Panik. Ja, der hat zwei Züge, ist mir schon klar. Der kann angreifen. Aber wir haben ja jetzt immerhin hier das Ding. Eigentlich ist das hier. Brauchen wir die Kanone hier gar nicht? Naja, das brauchen wir. Und das brauchen wir. Hört auf mit dem Ritter. Ritter ist veraltete Technologie. Wir haben Kanonen. Scheiße! Scheiße! Okay, jetzt haben wir ein Problem. Ich gebe zu, jetzt haben wir ein Problem. Ja, wir haben immer einen Tempel in Kiel. Ah. So, Tempel hier, das ist gut. Das heißt, wir können hier wieder mehr machen. Aber was heißt mehr machen? So viele Möglichkeiten haben wir hier leider auch nicht. Das und das oder das. Das ist, glaube ich, besser. Wir werden mit den Schleuderern jetzt die Angreifer wegknolzen. So, was machen wir denn jetzt? Ja, noch ist alles gut. Noch ist alles gut, ich weiß. Wir machen in Kiel. Wir könnten auch eine Karawane machen. Wir könnten irgendwas Ziviles machen. Ich würde sagen, wir machen hier einen Marktplatz. So, jetzt müssen wir leider raus mit denen. Jawohl, das ist gut gelungen. Jawohl, das ist gut gelungen. Leute, ach, was jammern wir rum? Unsere Technologie reicht völlig aus hier. Alles gut. Alles gut. Ist doch kein Ding. So, können wir hier noch ein bisschen optimieren? Nee, können wir hier zumindest hier nicht.
Ja, das lassen wir mal so. Ohne Ritter aktuell keinen Angriffskrieg. Doch, doch, doch. Wir kommen gleich. Wir sind gleich beim Angriffskrieg. Nur ein bisschen Geduld. Geht gleich los. Wir brauchen nur diese Musketiere und dann geht's los. Die Kanone ist eigentlich im Moment total überflüssig. Was macht Trier eigentlich hier? Ja. Das ist auch gut. Schaut mal, da kommt er. Alles gut. Die bleiben stehen, genau. So, Rostock baut eine Karawane. Prima. Sonst kann Rostock auch nicht viel. Belassen wir so. Und jetzt geht's auf in den Kampf. Erstmal nach Alexandria. Ja, hier müssen wir noch ein bisschen warten. Wir hatten ja mal hier ein Musketier. Können wir hier den schon wieder kaufen? Ja, den kaufen wir auch. Hauen wir raus. Warten, warten, warten. Auf nach Travemünde. Nur noch eine Runde, ja. Es ist wirklich so, das Spiel ist so mega addictive. Unglaublich. Unglaublich. Was ist hier los? Kaschgar? Die Mongolen haben auf unserem Kontinent eine Stadt gegründet. Habt ihr das gesehen? Gut, dass wir mit den Mongolen noch im Krieg sind. Jetzt. Wir brauchen da eine Straße. Das war doof von mir, dass ich die nicht gebaut habe. Warten, warten, warten. Fertig. Haut ab! Ich will nichts von euch hören. Die nächste Kanone. Offensivmaterial haben wir genug. Kein Thema. Jawohl. So, nächste Runde geht's noch nicht in die Offensive. Bauhilfe. Siedler haben, glaube ich, keine Kontrollzonen. Wobei, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Diese Kanone. Naja. Ich glaube, ich werde den hier auch mal zuordnen. Oh, warte mal, den Rostocker. Der ist viel wichtiger, dass ich den zuordne. Ich ordne das aber hier alles zu. Wir verlieren hammermäßig Nahrung. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Ja, das ist so ein bisschen das Problem an dieser Stadt. Ah. Ah. Wir brauchen ja eigentlich einen Siedler. Jetzt verlieren wir nur eine Nahrung. Ah. Der Siedler brandschatzt uns. Ah, ja. Okay. Das kann wirklich ein Problem sein. Wisst ihr was? Dann müssen wir hier nochmal handeln. Können wir hier noch was machen? Irgendwie nicht. Ah, weil ich schon Leertaste gedrückt habe. Ah, schade. Dieser verdammte Siedler, habt ihr das gesehen? Der hat unsere Felder gebrandschatzt. Diese Schweinebacke. So, jetzt haben wir hier die Kanone. Jetzt gehen wir aber. Wollen wir hier überhaupt noch weiter produzieren? Doch, wir hatten hier eine Kaserne gebaut, ne? Ja, dann gehen wir auf Musketiere. Dauert zwar 15 Runden. Egal. So, sind wir jetzt in der Lage, hier offensiv zu gehen? Ja, theoretisch ja. Wir bräuchten aber jetzt eine zweite Truppe hier unten. Deswegen kaufen wir hier den auch nochmal ein. Und mit dem hätten wir eine dritte Offensivtruppe. Okay, ich würde sagen, wir warten noch eine Runde und dann geht's los. So, jetzt bauen wir eine Straße. Wir kommen jetzt schon noch in die Offensive, Leute. So, Travemünde hat jetzt auch endlich mal einen Wald.
Ja, aber ja, lassen wir Travemünde langsam erwachsen. Das sieht doch schon mal richtig gut aus hier. Ja, nur noch eine Runde, dann geht's los. So, na gut, es könnte nicht losgehen, wenn jetzt wieder andere Einheiten auftauchen. Dann könnte es wieder schwierig werden. Schatzkammer fällt überhaupt nicht. Erzähl keinen Quatsch. Aha, jetzt sehe. Oh, wir können dort spionieren. Das ist natürlich auch super. Leider. Wartet mal. Ich gehe jetzt. Aber bleibe stehen. Jetzt mache ich nicht wieder den Fehler. Du bleibst noch mal hinten. Und da gehen wir jetzt auch nach vorne. Langsam, Schritt für Schritt geht's jetzt los. Okay. Ja, da lauert ein Ritterstack. Oh, verdammt, die nächste Kanone in Reichweite. Aber Gott sei Dank, sie kann nicht angreifen. Greifswald baut die nächste Karawane. Sehr gut. So, jetzt wird spannend. Kanone gegen Kanone. Jawohl. Okay, müssen wir allerdings jetzt hier warten. Haben wir hier? Hier haben wir. Ja, genau. Dann machen wir das so. Warten hier. Gehen mit dem Ding nach vorne und haben zwei schöne Stacks. Und nähern uns langsam Theben, während du hier wartest. Perfekt. Dort haben wir auch Wald. Das ist ein ganz guter Standort. Was haben wir hier im Sumpf? Verteidigungsbonus ist auch da. Sehr gut. Dann ist hier der nächste Ort, wo wir stehen. Und eine Truppe muss dann dastehen. Und Trier hat weitergebaut. Das ist gut. Wir bauen auch immer noch weiter, würde ich sagen. Wir werden noch weiter Nachschub brauchen. Wir müssen ja auch wieder die eingenommene Stadt soweit sichern und so weiter. Das ist alles. Ich würde sagen, wir. Oh, wartet mal. Aber der kann uns hier angreifen, ne? Eieiei. Wir haben eine Verteidigung von 0 mit dem 3-Ruderer. Das könnte bald zu Ende sein. Ich würde sagen, wir bleiben mal hier vorsichtig und. Oh, verdammt, da kommt das nächste Schiff. Travemünde. Ja, das ein bisschen Go-To können wir schon machen. Bis Alexandria ist ungefähr richtig. Die Richtung stimmt schon. So, unser Vormarsch. Die Ritter kommen. Sie ziehen in Theben ein. Die Schiffe gehen weg. Okay. Wir gucken uns das ganz genau an. Jetzt wird spannend, Leute. Jetzt wird spannend. Puh, sie werden sicher angreifen. Die Frage ist, ob die Muskete durchhält. Mine in Trier besetzen. Wartet mal. Das gucken wir uns nochmal an. Ja, das ist noch ein guter Hinweis. Ein bisschen Wachstum wäre vielleicht. Ja. Ja, Mine ist besser, ne? Wir sind im Krieg, wir wollen nicht wachsen, wir wollen produzieren. Gleich haben wir ja möglicherweise das Weltwunder. Das wird uns echt helfen. Das Weltwunder wird uns richtig nach vorne bringen. Das bringt zwei Elvisse weg und das pusht in die Produktion, Leute. Das ist richtig fantastisch. Nein! 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 Oh mein Gott! Okay, ein Stack weg, aber nicht mit der Kanone. Die Fortschrittlichsten, die Ägypter und die Deutschen. Okay. In Alexandria sind wir gestrumpft.
Das war nicht zu vermeiden. Ja! Oh Leute, jetzt müssen wir jede Stadt durchgehen. Jetzt haben wir einen richtigen Schub bekommen. Großartig, großartig, großartig. wir können nächste Woche Ziff nicht weiterspielen, ist zu spannend. So, jetzt können wir Elvisse einsetzen. Oh, herrlich. Schaut euch das mal an, das ist ja unglaublich. Was machen wir denn jetzt hier alles? Ich würde sagen, wir bauen jetzt mal zivil hier weiter aus. Marktplatz, Bibliothek und so ein Kram. Das ist das, was wir brauchen. Wie groß? Ah ne, wir brauchen vielleicht ein Aquädukt hier als nächstes. 18 Runden ist ja auch eine Menge. Okay, wir müssen jetzt eigentlich jede Stadt durchgehen. Wobei, vielleicht ziehen wir erstmal. Wir haben auch auf dem Fluss einen Verteidigungsbonus, aber klar, ich ziehe natürlich auf den Sumpf. Ich ziehe zuerst mit denen. Ich sehe den Gegner gar nicht. Wir bleiben mal hier. Die Straße ist da gebaut, die Straße werde ich auch noch bauen. Wir ziehen dann hier. Hä? Was ist mit dir los? Ich hoffe, du wirst auch noch bewegt. Okay, Leute, wir haben die nächsten Fuzzi da. Der nächste kommt schon, du gehst auch mit rein. Hauptsache, die Kanone bleibt, Leute. Die ist schon hammerwichtig, weil die kann über die Stadtmauer schießen. Das ist jetzt unser großes Plus hier an der Kanone. So, wir gehen jetzt die Städte durch. Travemünde hatten wir. Greifswald. Ich würde sagen, wir ändern hier auch mal was und bauen jetzt hier weiter. Ja, wie groß ist Greifswald? Ist, glaube ich, noch nicht ganz so groß. Bauen wir vielleicht als nächstes mal hier eine Bibliothek. Lohnt sich eigentlich noch nicht, aber das wird hier alles abgehen. Ja. Wir haben auch eine gute Produktion hier. So, Rostock. Rostock hat gar keinen Elvis am Start. In Rostock ändert sich nicht viel. Ja, ihr wollt immer einen Diplomaten. Von mir aus baue ich mal einen Diplomaten. Wobei, das wäre Verschwendung, jetzt hier einen Diplomaten zu bauen. Wir können hier wieder die Kasernen bauen. Das ist sinnvoller. Weil wir hier eine Megaproduktion haben. Okay. Also das Weltwunder, das haut jetzt hier richtig rein. So, hier. Wobei, da ist das fast noch besser. Ah, nee. Hier wird es auf jeden Fall besser. Hier gehen wir weg von dem. Wir könnten vielleicht auch mal wieder einen Siedler gebrauchen, um hier noch mehr auszubauen. So, Kasernen brauchen wir nicht. Eine Kornkammer hier irgendwann, ich weiß nicht. Oder eigentlich muss hier ein Aquädukt her, weil die Stadt ist schon auf 9. Ja. So, Trier. Trier wird jetzt eine Freude. Ah, nee. Ein Elvis ist in Trier, bleibt nötig. Ja, Trier müssten wir eigentlich auch mal wieder noch einen Siedler vorbeischicken. Wisst ihr was, ich habe da unnötigerweise eine Straße über die Berge gebaut, aber ist egal. So, hier bleiben wir aber, würde ich sagen, beim Bau von Musketieren. Die werden dort immer nachproduziert. Irgendjemand muss allerdings auch wieder Kanonen bauen. Nee, wisst ihr was, Trier wird berühmt für den Kanonenbau. Da kommen die Kanonen her. Aus Bremen und Alexandria kommen die Musketiere. Wir handeln immer noch mit... Ach ja, echt? Trotz Krieg? Das ist ja gut. So, wir waren aber noch nicht durch. Kiel muss auch angepasst werden. Ach so, Kiel hat keinen Elvis. Gut, Bremen. Bremen hat Elvis. Und Bremen wird produktiv hier richtig gepusht. Großartig. Und, boah, der Hammer. Haben wir hier ein Aquädukt? Bremen ist auf 9. Ach, eigentlich bräuchten wir, aber wir brauchen auch Musketiere. Ein Dilemma, Leute. Ein Dilemma. Was machen wir da? Wie lange dauert das? 20 Runden. Boah, ganz schön lange, ne? Dann muss das reichen, wenn wir hier bauen. Ja, mit 3 ist das alles nicht so dolle.
So, mit 5 bauen wir hier. Bremen bekommt nächste Woche eine Bevölkerung. Ja, aber die kann, glaube ich, gar nicht wachsen oder so. Wir können hier aber nicht weiter auf... Ach, wir können noch ein bisschen auf Produktion maximieren, indem wir hier wegsetzen. So, geht's noch schneller. So, Alexandria haben wir gecheckt. Heliopolis hat eh kein Elvis am Start. Aber da ist das Feld natürlich überlegen. Okay. Weiß gar nicht, ob wir hier... Ja, wir müssen das wahrscheinlich zur Verteidigung einfach bauen. Rundenende. Alexandria hungert immer noch. Ernsthaft? Nein, Alexandria hungert nicht mehr. Gravitationstheorie haben... Oh, die Kanone taucht auf. Uiuiui, und Ritter landen an. Eieieiei. Wir können erstmal weiter ausbauen. Wird immer schöner, unsere Burg. Rostock hat Kasernen, sehr gut. Kann da auch... Jetzt produzieren wir hier auch nach. Jetzt produzieren wir auch nach. Und zwar würde ich sagen, auch auf Musketiere, Moment. So, und wir müssen die Kanone erstmal platt machen mit der Schleuder. Das gelingt sehr gut. Hier können wir die nächste Schleuder aktivieren, das nächste Mal. Du musst stehen bleiben. Hier kommen wir leider nicht zum Ritter hin. Die Frage ist, kommt er klar? Ich glaube, wir müssen sicherheitshalber kaufen. Sonst kommen wir hier wieder in die Bredouille. Eine Runde bestehen wir. Wir greifen lieber die Stadt an. Jawohl! Jawohl! Fortify. Das Schiff. Wir fliehen vor dem Schiff. Wir gucken mal hier oben nach dem Rechten. So, die Irrigation ist hier geschafft. Großartig. Jetzt ist die Frage, entwickeln wir hier weiter oder ziehen wir zu einer anderen Stadt rüber? Hamburg hat was, Rostock wächst weiterhin nicht. Können wir hier für Wachstum in Rostock sorgen? Ich glaube, ich fürchte nicht. Rostock kann irgendwie... Na gut, wir müssten hier was wegziehen. Nee, auch selbst da nicht. Vielleicht, indem wir das wegmachen... Ach so, den Siedler von Rostock einer anderen Stadt zuordnen. Ja, das ist ein guter Hinweis. Die Frage ist, welcher Siedler ist das eigentlich? Ist das der? Das ist ein Siedler aus Travemünde. Das ist ein Siedler aus Greifswald. Wo ist denn der Siedler aus Rostock? Das ist der Siedler aus Rostock. Ja, das ist gut. Das ist ein guter Hinweis. Den ordnen wir Bremen zu. Mhm. Gut, ich überlege noch, wo... Ich glaube, wir brauchen in Trier jetzt mal bald wieder einen Siedler. Da ist er wichtiger. Und zwar zum Beispiel, um hier Irrigation zu machen. Travemünde lassen wir jetzt mal Travemünde sein. Der Ritter kann zweimal angreifen? Echt? Scheiße. Straßenbau nach Trier? Oh ja. Oh ja, 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 hier muss noch eine Straße hin. Ihr habt recht. Ihr habt recht. Komm, 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 komm. Ah, ich glaube, nächste Runde haben wir ihn. Okay, wow, das ist natürlich jetzt wieder richtig belämmert. Ja, er verbraucht einen Zug. Er verbraucht einen Zug. Bremen in Panik. Okay, jetzt geht hier doch die Unzufriedenheit los. Dann nehmen wir was weg. Ja. Ja. Nehmen wir das weg. Tja. Das mit dem Ritter ist natürlich jetzt richtig dämlich. Was hat denn der Ritter für einen Verteidigungswert? Sollten wir lieber angreifen oder ist das zu gefährlich? Ah. Ach so.
Okay, Kanonen ignorieren keine Stadtmauern, sondern Artillerie-Words. Okay, alles klar, dann liege ich falsch. Na gut. Ritter, zwei Defensive. Wir haben, glaube ich, zwei im Angriff, ne? Ja, die Ritter sind toll. Was machen wir denn jetzt gegen die Ritter? Ich meinte, wir verbrauchen, glaube ich, einen Zug, wenn wir hier hingehen. Ne? Das nützt uns nichts. Obwohl da eine Straße ist? Oder haben wir eine Chance, dass wir ziehen können? Musketier 3. Warte mal kurz. Also. Wie sind jetzt die besseren Chancen? Musketier hat... Angriff 2, Verteidigung 3. Okay, damit ist klar, es macht keinen Sinn, hier anzugreifen. Wir müssen hier verteidigen und hoffen, dass wir einfach gewinnen. Hilft nichts. So, wir gehen aber hier in den Angriff mit der Kanone. Oder? Wartet mal. Was machen wir mit dem Siedler jetzt hier eigentlich? Das Feld ist belegt von Alexandria, kann aber trotzdem eine Straße vertragen. Hier können wir noch Irrigation machen. Ja, eigentlich müssten wir rüberziehen, aber ich habe jetzt keinen Bock zu warten. Also eigentlich ist der Standort hier besser. Das heißt, wir müssten aber einmal die Offensive aussetzen. Siedler wollte neue Heimat. Ah ja, richtig. Ah ja, verdammt, vergessen. Pass auf, also hier gibt es einen besseren Verteidigungswert. Hier und dort. Deswegen überlege ich, ob ich einmal den Angriff aussetze und rüberziehe in den Wald. Aber das geht, glaube ich, nicht, weil die Stadt uns das verhindert. Das ist scheiße. Dann mache ich das nicht. Dann ziehen wir dahin. So, hier haben wir jetzt genau die nächsten Offensiveinheiten frei. Gehen wir nach vorne. Und hier befestigen wir uns. Was ist das noch für ein Musketier? Ah, okay, der kann hier aber erstmal warten. Und hier ziehen wir hinterher. So, und wir greifen an. Scheiße, entschuldigt. Ah, schade. Die Kanone ist futsch. So, ich wollte hier noch eine Straße dazwischen bauen. Das ist wirklich sehr hilfreich. Hier machen wir Irrigation. Hier machen wir auch Irrigation. In der Stadt weiß ich nicht, ob er automatisch mehr Verteidigung hat. Bin mir nicht sicher, wie das geregelt wird. Bremen müsste jetzt klar gehen in der nächsten Runde. Okay, jetzt heißt es Daumen drücken. Jetzt heißt es Daumen drücken. Lasst uns Heliopolis nicht verlieren, sonst müssen wir gleich wieder einen Gegenangriff machen. Bo Shit. Sie haben uns ein Goldstück geraubt. Oh mein Gott. Und natürlich eine Technologie. Oh. Die nächste Kanone ist einsatzbereit. Auf nach Alexandria. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir es am geschicktesten? Der Schleuderer bewegt sich jetzt hierhin. Du wartest? Nee, du befestigst. Wir machen den Angriff weiter dort oben. Jetzt ist es eigentlich auch egal. Wir wollten hier die Heimat. Das habe ich vergessen. Und hier greifen wir an. Wieder verkackt. Okay. Wir beziehen jetzt die Verteidigungsstellung. Machen wir mal anders. So. So, damit ist unser Angriff jetzt erstmal ziemlich zurückgeschlagen worden. Wisst ihr was? Das Schiff ist hier auch popelig, oder? Uiuiuiui, da taucht ein Ritter auf. Das ist schlecht, weil in Alexandria... Was haben wir da noch? Trauen wir mindestens mal wieder in Panik. Das ist kein Problem. Na, Alexandria ist in Gefahr. Verdammt.
Verdammt! Ja, der ist nächste Runde noch nicht da. Wir müssen kaufen. Das nützt uns aber nichts. Die Kanone braucht auch zu lange. Die müssen wir auch nochmal umwidmen. Oh mein Gott! Okay, die Go-To-Befehle sind doch ein Problem ab und an. Wir sollten mal ganz kurz den hier freistellen und dahin ziehen. Die machen uns fertig mit ihren Rittern. Ja, so ein bisschen, ne? Hier befestigen wir uns. Hier ziehen wir vor Heliopolis. Was sind das denn für Fuzzis? Den bringen wir mal hier rüber, um den ein bisschen nervös zu machen. So, die Phalanx schützt die Kanone. Und hier machen wir jetzt Heimat. Genau. Und ansonsten warten wir hier. So, jetzt heißt es Daumen drücken. Eine Uralt-Phalanx muss hier die Stadt beschützen. Grau sind immer noch Mongolen, ja. Ich glaube, der Weltwunder können nicht zerstört werden. Deswegen kann die Stadt auch nicht kaputt gehen. Die Phalanx nach Alexandria. Kommt die dahin? Ist eh zu spät. Ja, ist eh zu spät, glaube ich. Ich kann die jetzt nicht mehr bewegen. Jetzt habe ich sogar das Fortify aufgehoben. Ah, Leute. Jawohl. Nein. Scheiße, unsere ganze schöne Eroberung. Aber egal, wir machen die Ägypter halt platt. Es geht gar nicht um die Städte, es geht darum, die Städte kaputt zu machen. Oh nein! Oh nein! Vor Bremen sind jetzt auch... Oh Gott! Okay, Leute, es geht nicht anders. Wir müssen hier leider irgendwie was tun. Das ist... es geht gerade so. Ist keine große Verschwendung. So, Alexandria holen wir uns aber zurück. Ist so ganz klar. Ey, es geht doch zerstört. Okay, das Weltwunder ist zerstört. Das hätte ich nicht erwartet. Jetzt ist aber Ruhe da. Endlich Ruhe. Oh nein, ich bin weggezogen. Ich kann wieder hinziehen. So, jetzt hat er die neue Heimat. Aber das nützt uns nicht. Aber er kann dort noch verteidigen. Wir lassen ihn dort. Okay. Was machen wir jetzt mit dir? Du bleibst, würde ich sagen, einfach mal da stehen. Befestigst dich. Ah, die Russen freuen sich drauf, alles abzuräumen. Ja. Ah, wie schön. Wie schön. Was passiert? Ja! Oh, gegen die Kanone werden wir ein bisschen Probleme bekommen. Jawohl! Ein paar Piraten machen uns noch nicht nervös. Ordnung ist wiederhergestellt. Du bist jetzt erstmal zum Schutz da und hier greifen wir die Stadt an. Der Ritter ist... Was sagt ihr noch über die Ritter? Die Ritter sind doch popelig. So, jetzt haben wir hier... Ah nein, wir können da rein! Ich krieg's nicht gebacken! Wir können da rein und ich krieg es nicht gebacken! Warum bin ich so ein Idiot? Wir ziehen mit dem Siedler da rein. Jawohl! Der Siedler erobert Alexandria zurück. Wir gehen auf... Gravitationstheorie klingt irgendwie sehr modern. Ja, das ist schon mal gut. Was ist noch gut? Dampfmaschine. Gravitationstheorie ist, glaube ich, das fortgeschrittenste. Ach, kommt mit eurem Rittertum. Alter, geht weg, geht nach Hause. So, Gravitationstheorie, das ist die Zukunft. Isaac Newton College Weltwunder, das können wir uns mal kurz angucken, ob sich das lohnt. Kasernen. Hier sind die Kasernen übrig geblieben. Das ist auch nicht schlecht. hier
So, was machen wir hier? Wir gehen mal jetzt mal klassisch voran. Kornkammer oder sowas. Ja, da ist der beste Platz. So. Hier jetzt erstmal dahin. Und da stehen bleiben. Sind die Mongolen also schon dort? Rostock hat jetzt auch mal was gebaut. Toll. Gut gemacht, Rostock. Sehr gut. Das kommt alles irgendwo hier hin. So. Wenn wir können, wechseln wir natürlich demnächst zum Kommunismus, so kriegerisch wie wir drauf sind, ganz klar. Was macht hier die nächste Kanone? No, ist bald soweit. Ist bald soweit. Ja, Leute, wir haben jetzt einen Vorposten. Kapelle des Michelangelo, das ist doch nur Murks. Erhöht die Effektivität der großen Kirchen. Wir haben, glaube ich, keine einzige große Kirche gebaut. Wollten wir irgendwie mal? So, Kanone im Anmarsch. Was steht da noch? Eine Phalanx. Eine Phalanx ist aber nicht wirklich... Ah, wir haben aber genug Zeug, genug Defensivmaterial. Gut, Kiel, sehr schön. Dann lohnt es sich, hier mehr hinzugehen. Ja, Kiel sieht gut aus. Der Marktplatz ist gleich da. Dann würde ich sagen, bauen wir da oben erstmal eine Straße. Ach so, die kommen da nicht klar. So, wir sind wieder zurück. We are back. Back in front of Thieben. Was machen wir jetzt mit dem Siedler? Der tapfere Siedler, der das hier eingenommen hat. Bremen, was brauchst du? Wir brauchen hier eigentlich Irrigation. Trauen wir ihm das zu? Ja, der muss hier noch aktiviert werden. Der verteidigt diese großartige Stadt. Der Siedler sollte Theben nehmen. Das wäre wirklich geil, ja. So, Hamburg haben wir geholfen. Wir könnten hier auch noch eine Mine bauen. Bringt zwar nur ein mehr, aber immerhin. Ja, Hamburg braucht jede Hilfe, die es kriegen kann. So, weiter. Ich würde sagen, wir machen hier eine Art Vorwärts... Nee, steht hier die Kanone? Ach, da steht die Kanone. Ja, mit der gehen wir nachher nach vorne. Nimm den Elvis raus. Wo? Wo soll ich den Elvis rausnehmen? Aus Trier? Aus Hamburg? Ah, aus Hamburg. Aus Hamburg können wir den Elvis rausnehmen. Ihr habt recht. Aber wohin? Hierhin, lieber. Ja, sehr gut. Oh, läuft. Läuft. Oh, verdammt. Unser Vor... Oh, verdammt, der Siedler. Sie haben den Siedler. Rache für den Siedler. Diese Schweine. Habt ihr es gesehen? Ihr wart Zeugen. Warum kann ich... Na, wartet mal. Sie sind aus dem Nichts aufgetaucht. Ich fasse es nicht. Okay, was wollte ich hier? Ich wollte hier unten auf das Gebirge ziehen. Und wir haben die nächste Kanone am Start. Sicherheitshalber erstmal hierhin. So, hier lebt noch ein Siedler. Bauen wir erstmal eine Straße. Und wir greifen den Ritter an. Und wir schlagen den Ritter. Hier befestigen wir uns. Großartig. Ja, natürlich greifen wir den Ritter an. Alles zu seiner Zeit. Immer mit der Ruhe, Leute. Ich vergesse so ein bisschen die Zeit, aber wir haben noch Zeit. Tod allen Rittern. Tamuli hat's erfasst. Nördlich von Alexandria ist wahrscheinlich eine Stadt, sagt jemand. Okay. Das könnte sein. Eine Kanone im Süden. Gelandet, angelandet durch dieses verdammte Schiff. Aber wir können agieren. In Trier ist mal wieder Panik, da muss ein Elvis her. Dann nehmen wir das weg. Zwei Elvis schon wieder in Trier am Start. Aber Produktion ist ausreichend. Greifswald hat eine Bibliothek. Ja, in Greifswald wird zivil gebaut. Oh ja, hier haben wir echt Potenzial für zivilen Bau. Leider haben wir hier gar nicht so viel Einnahmen. Schade eigentlich. Was können wir denn noch hier Schönes machen?
Marktplatz, Gericht, Stadtmauern, Aquädukt. Wie groß ist die Bevölkerung hier? Ja, muss ich jetzt erstmal gucken. Kiel baut Marktplatz. Okay, das hat sich in Kiel allerdings gelohnt. Das war eine gute Investition. Dann bauen wir jetzt in Kiel eine Bibliothek. So, wo wollte ich jetzt gucken? Hier wollte ich irgendwo gucken. Greifswald war das, ne? Wie viel hat... Acht. Acht, da kann man schon mal aufs Aquädukt gehen, würde ich sagen. Hier, die Stärke unseres Landes liegt im Osten, Leute. Da ist die zivile Entwicklung, da wird irgendwann der Raketenbau betrieben, da werden wir ins Weltall fliegen, das ist klar. Newton bringt zwei freie Techs. Ja, das finde ich ehrlich gesagt, ja, genau, ist mir auch wieder eingefallen. Finde ich ehrlich gesagt nicht ganz so stark, muss ich mal sagen. So, wir müssen hier aber agieren mit dem Schleuderer. Jawohl! Kanone! Und wir gehen hier hin. Hier bauen wir eine Mine. Kabul. Ernsthaft? Kabul haben die. Was ist hier los? Ach verdammt, wir haben da befestigt. Ich habe die Kanonen da alleine vorgezogen. Hä? Hä? Was ist da los? Den müssen wir aktivieren. Alles gut. Ah. Was? Da kommen nur nicht die Intelligenten her. Die Siedler sollten dort Straßen bauen für die Truppen in Rostock. Ja, das ist ein guter Hinweis. Das ist ein guter Hinweis. Stimmt. Rostock hat ein massives Problem mit den Straßen. Das wird der Siedler hier erledigen. Wollte ich eigentlich nach Trier schicken. Wisst ihr was? Diese Mine da zu bauen, das ist alles Verschwendung. Hamburg braucht das doch nicht. Wir wollten in Trier irgendwas machen. Genau. Wir wollten in Trier hier irgendwas machen. Oder wir bauen tatsächlich von beiden Seiten die Straßen fertig. Das ist noch besser. Machen wir das so. Geh mal hier hin. Guter Hinweis mit den Straßen zwischen Trier und Rostock. Das wird vieles erleichtern. Ritter und Kavallerie am Start. Die werden wir aber sowas von wegknülzen. Ordnung in Trier wiederhergestellt. Die kann. Ah, nee. Lieber eine Kanone, oder? Ja, die Kanone. Jawohl, beide Einheiten zerstört. Haha. Befestigung hier. Angriff auf die Stadt. Verdammt! Aber da kommt unsere Kanone schon. Nachschub ist gewährleistet. Hauptsache, sie wird dort nicht erledigt. Nicht, dass wieder aus dem Nichts. Da tauchen immer Einheiten aus dem Nichts auf. Das habe ich ganz vergessen. Go to hierhin. Oh, die arme Kanone. Die könnte es jetzt erwischen. Und hier go to Berge. Hauptsache, jetzt kommt hier nichts aus dem Nichts. Taktischer Fehler des Gegners, ja, das stimmt. Ein spannender Kampf, aber im Moment, naja, mal sehen, ich will nichts sagen. Ja, Theben ist wie Pergamon, das stimmt. So, was wird denn hier eigentlich? Ja, alles klar. Die nächste Kanone, wie weit ist die? Oh, schaut mal die Produktion hier an. Großartig. Fantastisch. Weiter. Mit einer Legion versuchen sie es jetzt schon. Aha, die Ägypter haben das gebaut. Das Weltwunder, das werden wir einnehmen, aber das bringt uns überhaupt nichts, weil sie jetzt diese blöde Forschung bekommen. Na toll. Die Kanone ist gerettet. Hier greifen wir nochmal an. Jawohl, den nächsten zerstört. Leute, wir kommen der Sache echt näher. Bremen, das reicht. Das heißt, wir schicken dich sicherheitshalber erstmal nach Alexandria. Nicht, dass da wieder jemand kommt, dann stehen wir da besser da. Leute, die Einnahme der Hauptstadt, das muss jetzt hier unser Ziel sein. Das wollen wir sehen, das wollen wir erleben. Heute Abend noch. Da ist irgendwie eine Einheit reingezogen. War das ein Schiff? Verteidigt er jetzt schon die Stadt mit Schiffen? Wie erbärmlich ist das denn? Verdammt! Verdammt! Aber die nächste Kanone ist am Marsch. Die müssen hier. Ah, schade. Schade, schade, schade. Er hat leider doch mit Musketieren verteidigt. Ah. Gut. Go to hier. Okay, wir haben nur noch eine.
Offensiveinheit und das ist keine Kanone. Die nächste Kanone ist erst hier. Wir haben 162. Leute, wir kaufen jetzt wieder eine Kanone. Wir brauchen mehr Kanonen. Ist vielleicht gar nicht mehr nötig. Wollen wir hier switchen? Der Kanonenbau muss forciert werden. Ich würde sagen, wir switchen hier mal auf eine Kanone. Und kaufen die so schnell es geht. Ja, und zwar jetzt. Wir werden es jetzt erzwingen, Leute. Wir werden es erzwingen mit unserem Gold. Okay, das sind Piraten, aber woanders. Kanonenangriff. Jawohl! Jawohl, Leute, habt ihr es gesehen? Die nächste Kanone ist bereit. Geht hier hin. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, was die Kanonen betrifft. Nicht, dass sie uns hier auf dem Weg dorthin abhanden kommen. Das wollen wir natürlich vermeiden. Hier wird die Straße gebaut. Wir erkunden hier weiter, ob hier schon Städte gebaut sind. Hier wird auch die Straße gebaut. Den Siedler mache ich nicht platt. Der ist... Das ist zu heikel, Leute. Das ist zu heikel. Ich will nicht eine Kanone an den Siedler verlieren. Das wäre wirklich beschissen. Das machen wir nicht. Das Problem ist natürlich, ja, wir müssen irgendwas mitschicken mit der Kanone. Ist sonst zu riskant. Jawohl! Nächste Einheit. Habt ihr es gesehen? Ja, natürlich habt ihr es gesehen. So, wir schicken jetzt was mit. Die Kanone geht dahin. Halt, halt, schnell zurück. Und hier... Ah, wir schicken die Phalanx mit. Das sollte als Sicherheit genügen. So, wo sind wir? Wir sind hier oben. Hier unten. Nächste Straße. Sicherungseinheit. Ende der Runde. Ägypter haben schon Panzerschiff. Ach, ihre ganze Technologie können sich sonst wohin stecken. Navigation. Ja, das ist auf... Naja, das ist noch nicht auf einer Ebene. Gut, wir können jetzt auch Segelschiffe. Na, großartig. Wir machen mal Bankwesen als nächstes. Wir wollen mal ein bisschen Kohle verdienen. Und der nächste Angriff startet. Das Schiff ist erledigt. Habt ihr es gesehen? Ja, ihr habt es gesehen. Wir ziehen die Kanone dorthin. Du bleibst jetzt hier, befestigst den Übergang über den Fluss, während wir hier jetzt... ja, dahin gehen. Die Kanone rückt vor. Und... Was? Theben ist frei? Was? Wieso verkacke ich das immer? Theben ist frei. Ja! Theben ist frei! Theben ist unser! Die ägyptische Hauptstadt in unserer Hand. Großartig. Ah, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Und wir stehlen ihnen noch die Dampfmaschine hinterher. Das nennt man Technologie. Und Bibliothek, Stadtbauer, Bank, Kolosseum. Schaut euch diese Stadt an. Großartig. Kornkammer fehlt. Aber das ist auch unwichtig. Wow, was hat die denn für ein Wachstum? Was hat die für eine Produktion? Was geht denn hier ab? Wahnsinn. Wahnsinn. 3 Millionen haben wir erreicht. Liebe Leute, wir bauen noch diese Straße. Wir bringen diese Runde noch solide zu Ende. Schleifen. Tempel, ja, Tempel wäre nicht schlecht. Stimmt, wir müssen da irgendwas tun. Wir werden Tempel bauen, ja. Das ist safe, ja. 4 Runden, kein Problem. Elvis nach Theben. Ja, wir müssen Elvis noch hinbringen. Auch richtig. Auch richtig. Und ja, gehen wir mal hier noch weg. Super. So. Kiel wird weiter massiv unterstützt. Kiel, hochsubventionierte Stadt. Okay. Damit sind wir am Ende der Runde angelangt. Ich werde mal zur Sicherheit nach dieser Sache schon jetzt mal speichern.
Oh, was für ein Drama. Was für ein Drama. Leute, ich wollte eigentlich zur Abstimmung stellen, ob wir weiterspielen das nächste Mal, aber irgendwie steht das ja gar nicht zur Debatte, oder? Wir müssen noch weitermachen. Wir müssen noch diesen Sieg noch auskosten gegen die Ägypter. Also, oh mein Gott. Nein, eine Runde machen wir jetzt nicht, aber wir gucken uns doch in Ruhe mal alle Statistiken soweit an. Das sind unsere schönen Städte. Pflanzenüberschuss, ihr seht es, 11, 13, 10, Theben ganz vorne bei der Pflanzenproduktion. Bei der Produktion, oh, Trier, Bremen, Rostock, sieht ganz gut aus. Theben auch sehr schön beim Handel, das gefällt. So, was haben wir hier? Das sind unsere Militärgeschichten, das ist jetzt nicht so relevant. Das ist das, was wir verloren haben. 10 Musketiere, 5 Schleuder, 2 Kanonen. Nee, ja doch, das Vordere ist unser, ne? Nee, ich habe jetzt selber Bock weiterzuspielen. Deswegen stimme ich nicht ab. So, wir sind mit allen sonst im. Nee, mit irgendjemandem. Mit den Mongolen sind wir im Frieden. Das habe ich gar nicht gecheckt. Nee, die Ägypter sind im Frieden. Wir nicht. Ach, wir haben keine Botschaft, deswegen sehen wir das nicht. Wir sind mit allen im Krieg, aber das stört uns ja nicht, wie wir sehen. Okay, Bevölkerungsübersicht, das hatten wir gesehen. 4036. Hier gibt es nichts weiter. Das sind unsere Technologien. Ja, die Weltwunder. Die Pyramiden, russisch. Leuchtturm ist zerstört worden. Ich dachte, Weltwunder kann man nicht zerstören. Aber geht wohl doch, ihr seht es. Wir haben kein einziges. Doch, aber es wird hier leider nicht angezeigt. Doch, hier hinten. Die Johann Sebastian Bach-Kirche in Travemünde. Ja. Genau, das war das. Dann sind wir hier bei den 5 größten Städten. Byblos und Oryx und Moskau und Memphis und dann Travemünde? Byblos wegen. Ja, das Problem ist, jedes Weltwunder erhöht diesen Status der größten Stadt. Wo ist denn Oryx? Wir kennen Oryx überhaupt nicht. Ich glaube, Oryx liegt hier irgendwo. Da hatte jemand ja geäußert, dass da eine Stadt sein könnte. Das ist vermutlich so. Byblos ist hier. So, wartet mal. Hatten wir das gesehen? Ja. Dann gehen wir jetzt hier nochmal weiter. Zivilisationspunkte ist eher irrelevant, weil, naja, die Highscore. Weltkarte gucken wir uns auch mal an. Ah. Sehr schön. Die Welt hat aber noch niemand umrundet, so wie es aussieht. Jetzt, das ist das Spannendste, die demografischen Daten. Zufriedenheit sind wir Mittel. Die Ägypter sind vor uns. Bevölkerung sind wir auf Nummer 1. Bruttosozialprodukt sind wir auf Nummer 1. Warenproduktion auf Nummer 1. Landfläche 3 ist kein Problem. Lesen und Schreiben, das heißt Forschung auf Nummer 1. Krankenstand, naja. Verschmutzung spielt keine Rolle. Lebenserwartung ist auch egal. Familiengröße gut. Militär, okay, Militär ist schwach, aber effektiv. Schwach, aber effektiv. Das ist das Entscheidende. Ja, Leute, ich würde sagen, wir sind ein Stück vorangekommen in Richtung eines möglichen Sieges. Eines möglichen Sieges.